hat viele Seiten. In den oberösterreichischen Nachrichten. Für alle Oberösterreicher nur das Beste. Oberösterreichische Nachrichten. Lies was Gescheites. Auch auf Nachrichten.at. Und jetzt Alpentour TV Live. Die oberösterreichische Radsaison bzw. die österreichische Radsaison ist voll im Gange und damit darf ich Sie herzlich willkommen heißen hier beim Prolog der internationalen Oberösterreich-Rundfahrt, die wir für Sie jetzt in den nächsten 4 Tagen übertragen werden. Der Start, der hat pünktlich um 18.30 Uhr hier erfolgt. Es geht vom Hauptplatz in Linz über 700 knackige Meter hinauf zum Schlossberg. Da gibt es Rampen mit bis zu 15% Steigung und der Mann, der hier diesen Prolog eröffnet hat, das ist ein Ungar, das ist Levente Kirali aus Ungarn vom Expronex BSS Oil Team. Der hat also diesen Prolog hier eröffnet und er ist der Mann, der auch schon im Ziel ist. Also ungefähr eine Minute beträgt die Fahrzeit der Fahrer hier hinauf bei diesem Prolog der Oberösterreich-Rundfahrt hier in Linz. Ganz kurz ein paar Details zu dieser Oberösterreich-Rundfahrt, die wir gemeinsam mit den oberösterreichischen Nachrichten hier präsentieren dürfen. Es geht heute, wie gesagt, 2 Stunden lang vom Linzer Hauptplatz hinauf auf den Schlossberg. 700 Meter lang ist dieser Prolog und hat 39 Höhenmeter. Das mag jetzt wenig klingen, aber da gibt es einen Schlussanstieg mit 15%, den wir hier gerade sehen. Und es gibt auch ein Stück Kopfsteinpflaster und es wird natürlich auch hier schon ums Gesamtklassement gefahren. Also die Frage ist, wer wird sich heute gelb bzw. blau-rot gepunktet, rot und weiß überstreifen, gelb, das ist das Trikot des gesamtführenden Blau, das ist das Trikot des Punktebesten, das gepunktete rote Trikot ist der Bergbeste, das rote Trikot des besten Österreichers oder das weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers bei dieser Rundfahrt. Und Levente Kirali hat die erste Zeit vorgelegt. In einer Minute und 16 Sekunden hat er mit einem Schnitt von über 30 km/h hier diesen 700 Meter bewältigt. Ja, das ist schon eine Vorgabe und da werden wir sehen, wie sich die nächsten Fahrer hier schlagen werden. Kommen wir noch vielleicht zu den nächsten Tagen. Also wir sind da auch morgen, übermorgen und am Sonntag für Sie da. Es geht morgen vom Max Center in Wels in Richtung Reichersberg über 184,8 Kilometer. Start ist morgen um 12 Uhr. Gegen 16.30 Uhr werden die Fahrer dann im Ziel im Stift Reichersberg erwartet. Zweite Etappe dann am Samstag vom Modehaus Stöcker in Everding in Richtung Oberneukirchen 142,9 Kilometer. Start um 11.35 Uhr und das Ziel wird ungefähr um 15 Uhr in Oberneukirchen im Mühlviertel sein. Und dann geht es in das Finale, in die dritte Etappe am Sonntag. Von der Spinnerei in Traun geht es nach Ternberg ins Ennstal über 147,2 Kilometer. Start um 11 Uhr am Sonntag und das Ziel werden wir um 14.30 Uhr erwarten. Wie gesagt, jetzt gerade im Programm der Prolog auf den Schlossberg hier mitten im Zentrum der Landeshauptstadt in Linz, der Landeshauptstadt von Oberösterreich vom Hauptplatz. Da geht es hinein, gleich in die Klosterstraße. Da ist dieses Kopfsteinpflasterstück, dann über die Theatergasse zur Römerstraße. Und da sind dann diese Höhenmeter zu bewältigen, diese 39 Höhenmeter zur Martinskirche, wo es am Schluss dann diese 15% Steigung hat. Zum Startmodus vielleicht auch noch ganz kurz. Es gibt einen Blockstart, also die Fahrer, die mit 6 Fahrern hier am Start sind, starten gleich jetzt am Anfang in diesem Block. Mindestens 4 Fahrer muss jede Mannschaft hier stellen und zum Schluss ist dann eben jede Mannschaft nach der Reihe am Start. Gibt übrigens auch eine Menge Preisgeld hier bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt, die heuer zum 10. Mal ausgetragen wird. Es ist also ein Jubiläum heuer. Knapp 20.000 Euro werden insgesamt an diesen 4 Tagen an Preisgeld ausgeschüttet. 10 Kontinentalteams sind am Start, unter anderem auch alle österreichischen Kontinentalteams bis auf eine Ausnahme, das dürfen wir auch erwähnen und da schickt man schöne Grüße nach Italien. Das Tirol KTM Cycling Team ist unter anderem mit Markus Wildau ja beim Baby Giro unterwegs. Also die haben dort eine Einladung erhalten, denn Markus Wildau, der hat ja im letzten Jahr 2 Tage lang dort das rosa Trikot getragen und das darf man sich natürlich nicht entgehen lassen, hier auch dabei zu sein. So, das sind diese letzten knackigen Meter hier auf den Schlossberg und wir werden dann natürlich auch Live-Bilder
von ganz oben haben. Und ganz oben wartet meine Kollegin Sophie Hochhauser, die wird uns dann auch Interviews vom Ziel oben liefern und uns bekannt geben, wer hier die Nase ganz vorne hat. Derzeit ist es Jelje Nieuport vom WPRA-Team, also vom Wilprog-Grot-Amsterdam-Team. Da sind relativ viele Kontinentalteams aus dem Ausland hier am Start. Man will natürlich diese doch hochqualitative Rundfahrt von der Organisation her, diese hochqualitative Rundfahrt hier auch gerne bestreiten. Und es gibt sehr, sehr viele Anfragen. Das hat uns die Tourdirektorin Helga Mitnasser mitgeteilt. Also man kann hier bei Weitem nicht alle Teams starten lassen, die hier teilnehmen wollen. So qualitativ hochwertig bzw. so einen guten Ruf hat diese Oberösterreich-Rundfahrt international für die Kontinentalteams bzw. für die Radclubs. Da sehen wir zum Beispiel die 144, das kann man ganz gut erkennen. Das ist Torstein Traen aus Norwegen vom UNO-X-Team. Der kommt hier jetzt gleich um die Kurve ins Ziel. Und dann schauen wir uns auch gleich seine Zeit an. Der reiht sich hier auf dem zweiten Gesamtrang ein in einer Zeit von 1 Minute und 15 Sekunden. Und heute zählen wohl auch die Hundertstel, 95 Hundertstel, also 1 Minute, 15 Sekunden und 95 Hundertstel. Das kann eine knappe Entscheidung werden auf diesen 700 Metern heute. Und ja, kolportiert wurde vielleicht doch eine Siegerzeit um die 1 Minute. Und wenn man das mit der Leichtathletik vergleicht, dann ist das möglicherweise so eine Belastung wie bei einem 400 Meter beziehungsweise ja, 400 Meter Sprint, also einmal die Runde im Stadion, das müssen die Radsportler hier heute leisten. Und man darf sich natürlich auch nichts erlauben, denn morgen kann es möglicherweise auch zu einer Massenankunft kommen und dann bleibt man, wenn die Mannschaft gut arbeitet, auch in Gelb bzw. behält sein Trikot. Und da geht es natürlich heute schon auch um die Gesamtwertung, denn wenn sich morgen hier nichts tut, dann kann man diesen Vorsprung, den man heute herausfährt, und auch wenn dieser Vorsprung nicht groß ist, kann man den möglicherweise auch halten. Und dann ist das ganz, ganz wichtig im Hinblick auf Sonntag, ob man dieses Trikot auch mit nach Hause nehmen kann. Wie gesagt, die Trikotfarben, die heute vergeben werden, gelb, das kann man sich merken, von der Tour de France. Das ist das Gesamtklassement des besten Fahrers, das blaue Trikot, das Punktetrikot. Dann haben wir das gepunktete Trikot, gesponsert von der Linz AG. Das ist das Bergtrikot, das rote Trikot für den besten Österreicher, das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer. Und so geht es dahin. Und die 111 ist bei uns gerade unterwegs. Das ist der erste Oberösterreicher, der hier auf der Strecke ist. Das ist Gerd Fiedler, der für das ABÖ-Bundesteam ja an den Start geht. Also der erste Oberösterreicher, der diese Heimrundfahrt hier in Angriff nimmt. Und der hat sich natürlich etwas vorgenommen, geht hier schon aus dem Sattel und versucht hier wichtige Sekunden rauszuholen. Es ist eine knackige Angelegenheit. Man muss sich für diesen Prolog warm fahren. Und das passiert hier hinter uns, hinter der Bühne. Da haben die Mannschaften Aufstellung genommen hier am Hauptplatz und fahren sich warm. Es ist natürlich ein Abend-Mammutprogramm, das man hier absolvieren muss. Und da tut er sich schon schwer auf den letzten Metern. Da wäre er fast zum Stehen bekommen. Wir haben vorher noch gehört, Walter Amershofer, der Sprecher hier unten, hat es probiert, mit dem E-Scooter hinaufzufahren auf den Schlossberg. Und an der steilsten Stelle hat er dann absteigen müssen und gehen müssen. Denn dieser E-Scooter, der hat es nicht mehr gepackt, dass er ihn hier hinauffährt. Also so steil ist es hier. So, der nächste im KTM, in der KTM-Dress, der hier raufgeht. Aber da sehen wir noch einen Mann vom Radteam Tirol. Das ist Manuel Bosch, der hier aus dem Sattel geht mit der 105. Es geht, wie gesagt, hier Schlag auf Schlag. Alle Minuten wird hier ein Fahrer von der Rampe gelassen. Da warten wir auf Manuel Bosch, biegt um die Kurve. Versucht ja noch alles aus den Oberschenkeln herauszuholen. Ich habe vorher noch gesprochen auch mit einem, der diese Rundfahrt ja schon dreimal gewonnen hat. Und das ist kein geringerer als Stefan Rabitsch, der 2016, 2017 und 2018 bei dieser Rundfahrt triumphieren konnte. Und der hat gemeint, na, das ist heute überhaupt nichts für mich. Ich bin froh, dass ich das, wenn ich das einigermaßen überlebe und diesen Prolog hinter mich bringe mit so wenig Zeitrückstand wie nur möglich. Da gibt es andere Spezialisten und das bin definitiv nicht ich, der hier die Nase heute vorne haben wird. Also ich muss schauen, dass ich hier Schadensbegrenzung betreibe, auch auf diesen 700 Metern. Und ihr tippt auf einen Mann aus der Vorarlberg-Mannschaft, Yannick Steimle.
Während wir hier Nils Friedl sehen vom WSA-Team aus Graz, WSA am KTM Graz-Abö, der sich hier nach oben plagt. Wir schauen auf die Zeit von Nils Friedl. Da zählt natürlich jede Sekunde hier. Jetzt ist er im Ziel, Nils Friedl vom Abö KTM. Na, vom WSA-Team Graz Abö, so heißt es richtig. Er ist noch in der Nachwuchswertung unterwegs, hat das Sternchen auf der Startliste und fährt möglicherweise auch ums weiße Trikot. Und Nils Friedl reiht sich hier ein mit einer Zeit von 1:21.18. Also auch mit einem Schnitt von über 30 km/h hat er diesen Prolog hier beendet. Also 30 km/h, das muss man sich mal vorstellen, dass können manche nicht auf der Geraden fahren und hier geht es doch einige Meter mit 15% Steigung nach oben. Und da steht dann immer noch ein Schnitt von 30 km/h zu Buche. Der nächste, der hier ins Ziel gekommen ist, ist ein Japaner, Takayaki Amezawa. Der fährt für ein slowenisches Team, nämlich für Ljubljana Gusto Santik. Seine Zeit 1:23.85. Wer übrigens zu Hause mitschauen möchte bei den Zeiten, dem empfehlen wir die Seite livetiming.at von der Firma Computerauswertung, die hier die Zeitnehmung der Oberösterreich-Rundfahrt durchführt. Markus Lindinger, der steht hier mit seinem Bus links beim Ziel und nimmt die Zeiten der Fahrer, also livetiming.at. Da können Sie die Zeiten aktuell schauen. Da brauchen Sie nur auf den Prolog klicken und dann sehen Sie die Zeiten. Derzeit führend ein Niederländer. Jelle Newport vom WPRA-Team, vom Wielerbrock-Grot-Amsterdam-Team in 1:15.61. Und da sehen wir den nächsten vom Team Rinkhoff Adverix Cycling. Das ist ebenfalls ein Oberösterreicher. Daniel Eichinger ist hier am Start. Und mit dem fahren wir jetzt rauf. Da können wir uns jetzt einmal die gesamte Strecke dieses Prologs der internationalen Oberösterreich-Rundfahrt ansehen. 10. Auflage dieser Rundfahrt. Vorher war es ja eine Länderfahrt Linz-Passau-Budweis. Die ist dann umgemünzt worden und dann hat es vor 10 Jahren geheißen, wir organisieren hier im Oberösterreichischen Radsportverband die internationale Oberösterreich-Rundfahrt. Da geht es jetzt vom Hauptplatz weg hinaus aufs Kopfsteinpflaster. Sehr, sehr spektakulär hier mitten in der Innenstadt von Linz, der Landeshauptstadt Oberösterreichs, geht also dieser Prolog hier in Szene und dieser Prolog ist gleichzeitig der Beginn, der Auftakt der Oberösterreich-Rundfahrt 2019. Ja, es ist sehr technisch hier auch diese Kurve und da geht es jetzt noch einmal leicht runter, kann man Schwung mitnehmen, bevor es hier dann in wenigen Metern so richtig steil rauf geht in Richtung Schlossberg. Und da beginnt jetzt diese wirklich steile Steigung hinauf, die dann endet in einem 15% Anstieg. Da muss man aus dem Sattel, Unterlenkergriff, ganz, ganz unnatürlich natürlich für eine Bergfahrt. Aber bei diesen kurzen Metern muss man natürlich alles, was man hat, in den Oberschenkeln rauspressen. Und da diese 15% möglicherweise, wenn es geht, auf der großen Scheibe bewältigen, um die Kurve noch einmal flitzen. Und dann ist man auch schon im Ziel und dann zählen die Sekunden und die Hundertstel. Das könnte heute durchaus eine Hundertstel oder eine Zehntelentscheidung werden bei diesem Prolog. Und da gibt er noch einmal alles, Daniel Eichinger. Und kommt ins Ziel und gleich werden wir auch seine Zeit hier haben. Da müssen wir kurz warten, bis wir auch die Zeit am Schirm haben. Er ist derzeit auf dem Rang 6 klassiert, in einer Zeit von 1:18.04. Und da ist ein Mann, den sollte man sich dick anstreichen, das ist der Weltmeister im Mountainbike. Das ist Daniel Geismeier, der für das Team Vorarlberg-Santic unterwegs ist. Und der könnte hier eine Richtmarke setzen, denn der kann so etwas. Das ist ein Puncheur.
Der hat Kraft in den Oberschenkel, der ist zwar auch schwer, aber das macht bei diesem Prolog, bei dieser Länge nicht so viel aus. Da muss man Kraft haben und da muss man schauen, dass man das rüberbringt. Und da sind wir jetzt ganz gespannt, was der in den Asphalt hier zaubert, ob er hier eine Richtmarke vorlegen kann. Ja, er gibt auf alle Fälle alles, wenn man sich das so anschaut hier. Geht aus dem Sattel, versucht hier wirklich alles noch einmal rauszuholen. Das können die Mountainbiker natürlich so richtig reinweisen, dass das Laktat so richtig in die Muskeln hineinspritzt. Und Daniel Geismeier, der ist jetzt im Ziel und wir schauen. Ja, Rang 3. 1:16:65 seine Zeit. Ganz nach vorne hat es nicht gereicht. Er hat ja aber nur einen marginalen Rückstand von ja, einer guten Sekunde. Und da ist man schon auf Platz 3. Also das sagt einiges aus über die knappen Abstände heute, die es hier geben wird auf diesen 700 Metern. Es wird eine spannende Geschichte hier, wer hier zum Schluss die Nase vorn haben wird. Felix Ritzinger ist der Nächste, der hier schon auf der Strecke ist von den Maloja Pushbikern. Und hier sehen wir Matthias Mangerzeder vom Team Felbermeier Simplon Wels, der gerade die Startrampe verlassen hat. Und Felix Ritzinger ist auf den letzten Metern, der versucht nochmal alles rauszuholen. Biegt gleich um die Kurve hier, nimmt den weiten Weg ganz außen, da merkt man schon, es ist einfach anstrengend und da kann man fast nicht mehr die Ideallinie fahren. Versucht nochmal alles rauszuholen, da ist er, Felix Ritzinger, und reiht sich ein, auf, und das ist eine Überraschung vor Daniel Geismeier. 1:16:47, da geht es wirklich um Hundertstel und das ist ein Schnitt von über 32 km/h, meine Damen und Herren. Matthias Mangerzeder, auch ein Mann, der in der U23-Wertung unterwegs ist, fährt hier hinaus, kommt hier schon in Richtung Schlossberg in diesen Anstieg hinein. Gut besucht hier der Schlossberg in Linz. Tolle Zuschauerkulisse hier für diesen Prolog. Ein toller Auftakt für diese Oberösterreich-Rundfahrt, die ja in den nächsten 3 Tagen dann quer durch Oberösterreich touren wird. Die Fahrer, die sind übrigens permanent hier in Linz untergebracht. Hotel Sommerhaus ist das offizielle Teamquartier hier mitten in Linz und man kommt dann immer wieder zurück hier nach Linz, wo auch das Rennbüro ist. Die Etappen, die gehen aber hinaus ins Land Oberösterreich und das wird natürlich auch toll für die Zuseher. Da kann man ein wenig Alpentour-TV auf TV schauen, da kann man sich Nachrichten.at aufmachen, da kann man die Oberösterreich-Rundfahrt verfolgen und zu Hause Radsport vom Feinsten hier erleben. Und es ist möglicherweise auch eine tolle Einstimmung für eine Rundfahrt, die wir auch im Juli übertragen werden, nämlich die internationale Österreich-Rundfahrt, die ja vom 6. bis 12. Juli über die Bühne gehen wird. Ja, Jelle Newport vom WPRA-Team mit 1:15:61 immer noch an der Spitze. Das ist ein Schnitt von 32,35 km/h. Also diese Steigung hierauf mit einem Wahnsinnsschnitt von 32 km/h zurückzulegen, das ja, können Sie vielleicht einmal probieren, hier überhaupt einmal raufzukommen, ohne abzusteigen. Schlossberg kann man ja fahren. Das ist die 196, die hier jetzt unterwegs ist. Das ist der Ungar Mark Zatureschik vom Ebronex BSS Oil Team. Wo reiht er sich ein? Gleich ist er im Ziel. Auf zwischen Rang 11. Und da ist man schon nur mit 3 Sekunden auf Zwischenrang 11. Der nächste Mann hier vom Keke Krein, ein Slowene von der Mannschaft Keke Krein. Mate Drinovic, ein Slowene hier an der Startlinie. Das ist also dieses Kopfscheinpflasterstück, das hier zurückzulegen ist. Natürlich auch gleich am Anfang wird man hier ordentlich durchgeschüttelt, muss versuchen, den Lenker ordentlich zu fassen und muss trotzdem die Kraft aufs Pedal bringen, ehe es dann in Richtung Schlossberg hinaufgeht. Und ich höre gerade, meine Kollegin Sophie Hochhauser hat einen Interviewpartner oben am Schlossberg. Bisschen dauert es noch, habe ich gerade gehört. Also
Wir warten die Zielankunft noch ab, habe ich gehört, und dann gehen wir zu unserer Kollegin rauf, die oben mit Interviews wartet. Sophie Hochhauser wird uns auch in den nächsten Tagen hier bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt begleiten. Wir begleiten jetzt Mate Drinovec aus Slowenien vom KK-Krein-Team ins Ziel. Da biegt er gleich um die Ecke und dann haben wir schon den ersten Interviewpartner oben im Ziel. Gleich geht's direkt. Wunderbar. Sophie? Damit auch ein herzliches Willkommen oben am Linzer Schlossberg. Ich betreue hier oben die Fahrer, die schon im Ziel sind. Neben mir Andreas Grossek, sportlicher Leiter vom Team Felbermayr-Simplon-Wels und Matthias Mangezeder vom Team Felbermayr-Simplon-Wels. Matthias, wie war's für dich mit einer Zeit von 1 Minute 16? Es ist zwar nicht sehr lang, aber es tut ziemlich weh. Ich bin als einer von den Ersten gestartet, bin derzeit Dritter und hoffe, die Zeit hält sich noch ein bisschen. Andreas, was meinst du, wer wird heute machen? Ein Sprinter oder ein Bergfahrer? Ich tippe sehr auf einen Sprinter, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, die Sprinter haben das drauf, dass die durchdrucken, den Hegel. Ich bin gespannt auf die Zeit. Ich hätte einmal gesagt, so um die 1.05 Siegerzeit. Da wären wir jetzt von Matthias seiner Zeit noch ein bisschen weg. Aber ich denke, das wird so realistisch sein, zwischen 1.05 und 1.07. Bei der Pressekonferenz hat man ja noch von einer Zeit unter einer Minute gesprochen. Wird nicht möglich sein, oder? Wie siehst du das? Boah, ich glaube jetzt dann 16 oder 17 oder 18 Sekunden schnell zu sein, das ist extrem viel auf 700 Meter. Ich denke, bei 1.05 könnte die Siegerzeit liegen. Sollte es drunter sein, natürlich auch Superleistung. Damit sage ich Dankeschön inzwischen und gebe wieder ab an meinen beiden netten Kollegen und am Linzer Hauptladen. Danke für die charmante Anmoderation, Sophie. Ja, wir sind wieder live drauf. Also einer, der es wissen muss, Andi Grossek, glaubt nicht, dass hier die Zeit unter einer Minute fallen wird. Aber wenn wir jetzt 1 Minute 15 haben und er doch auf 1 Minute 4, 5, 6 oder 7 tippt, da ist noch einiges drin und da sind wir schon gespannt, was uns da heute noch geboten wird. Während hier die Nummer 145 ebenfalls ein U23-Fahrer, nämlich Sindre Kulset aus Norwegen vom UNOX-Team, ja, der hinausfährt hier und den Prolog in Angriff nimmt, hier hinein in die Klosterstraße, ins Kopfsteinpflaster, in das erste Schlüsselstück hier auf diesem Prolog. Auf diesem 700 Meter langen Prolog über knappe 40 Höhenmeter hinauf auf den Linzer Schlossberg. Der Prolog der Oberösterreich-Rundfahrt 2019, die uns in den nächsten 4 Tagen ja, im Radsport in Oberösterreich begleiten wird. Gehen wir es vielleicht noch einmal ganz kurz durch. Für die, die am Anfang noch nicht bei uns waren, die erste Etappe morgen führt uns vom Max-Center nach Wels in Richtung Reichersberg. Dort ist das Ziel beim Stift in Reichersberg nach 184,8 Kilometern. Start in Wels ist um 12 Uhr und wir werden hier auf Alpentour TV natürlich auch die letzten 1,5 bis 2 Stunden übertragen. Circa 16.30 Uhr werden wir die Fahrer im Ziel erwarten. Zweite Etappe dann am Samstag, Everding Modehaus Stöcker. Also da können Sie vorher noch ein wenig einkaufen gehen, wenn Sie wollen, und sich den Start anschauen und sich dann zu Alpentour TV schalten und in Oberneukirchen dann mit uns den Zieleinlauf sehen. 142,9 Kilometer. Start ist um 11.35 Uhr beim Modehaus Stöcke am Samstag und das Ziel wird gegen 15 Uhr in Oberneukirchen im Mühlviertel erwartet. Und dann gibt es die dritte finale Etappe. Die wird in Traun gestartet bei der Spinnerei und geht dann in Ternberg ins Finale über 147,2 Kilometern und spätestens um 14.30 Uhr werden wir dann wissen, wer hier das gelbe Trikot dann ganz zum Schluss überstreifen darf. Ja, Jelle Johannik ist hier auf dem Weg und da sehen wir auch die Zeiten. Der Niederländer aus dem Sensa KVK Cycling Team biegt er gleich um die Kurve auf die letzten Meter dieses Prologs. In Linz traumhaftes Abendwetter hier heute. Tolles Radfahrwetter und man kann die Zeit natürlich am Abend heute nicht nur nutzen, um den einen oder anderen Aperol Spritz hier zu genießen am Hauptplatz in Linz, sondern auch ein wenig Radsportatmosphäre, italienische Radsportatmosphäre, oberösterreichische Radsportatmosphäre zu genießen und diesen Prolog zu sehen. Also wenn Sie in der Nähe wohnen, wir starten noch bis 8:30 hier die Fahrer, dann schauen Sie vorbei. Wenn Sie nicht in der Nähe wohnen, dann liefern wir Ihnen dieses Programm hier frei Haus, Alpentour TV. Wir übertragen diese Oberösterreich-Rundfahrt bis Sonntag auf unserem Kanal, wie auch auf A1 und auf
nachrichten.at. Und auf der Strecke haben wir jetzt Stan Gaudrier aus dem Team Parkhotel Falkenburg, der Stil Orange Babis. Also dieses Parkhotel hier in Falkenburg. Falkenburg kennt man ja vom Amstel Gold Race bzw. von der letztjährigen Cross-Weltmeisterschaft. Die leisten sich hier ein eigenes Fahrradteam, das hier auch in Oberösterreich mit am Start ist bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt. Und Stan Gaudrier geht hier auf die letzten Meter. Und da haben wir auch eine Zeit mit 1:13:06 geht er hier über die Linie. Das ist eine sehr schnelle Zeit. Wir haben übrigens immer noch Jelle Johannik mit 1:10:32 mittlerweile. Ja, mit einer Geschwindigkeit von 34,78 km/h an der ersten Stelle. Also Dreifachführung für die Niederlande, dreifach Zwischenführung für die Niederlande. Sensa KVK Cycling Team vor WPRA und Parkhotel Destil Orange. Stan Gaudrier also hier gerade auf Zwischenrang 3 eingefahren. Ja, die Niederländer, die können das. Die haben die Kraft in den Beinen, die haben den Wind zu Hause zum Trainieren und die sind das gewohnt. Dieses Punchen hier, das ist denen gut gelegen. Und wenn man sich das anschaut, unsere Männer, die plagen sich hier ordentlich, die 112, Michael Gaubitzer vom ABÖ-Bundesteam, der muss ja schon einige Sekunden heute einstecken, ist vielleicht auch nicht sein Terrain, also nicht jeder ist ein Fahrer für diese Arten von Etappen, für diese Prologe. Michael Gaubitzer hier, ja, das dauert, bis er ins Ziel kommt. Da ist er mit 1:25:00 und einem Schnitt von 28,8 km/h eher im hinteren Teil des Feldes anzusehen. Aber er hat vielleicht dann in den nächsten Etappen Helferdienste zu verrichten. Nutzt diesen Prolog vielleicht fürs Warmfahren und das darf man nicht zu eng sehen, denn es gibt natürlich auch Fahrer, die morgen diverse Aufgaben haben, Übermorgen diverse Aufgaben haben. Möglicherweise auch wie Philipp Wurm vom Union Raiffeisen Radteam Tirol, der hier aber doch versucht, ordentlich zu pressen auf den letzten Metern hier, wo es 15% hat, hier in Linz, hinauf auf den Schlossberg, der mittlerweile sehr, sehr gut gesäumt ist von Zusehern. Also dieses Format hier in Linz, dieser Auftakt der Oberösterreich-Rundfahrt, der hat auf alle Fälle Zukunft. Und weil wir gerade beim Thema Prolog sind, da dürfen wir natürlich auch auf die Österreich-Rundfahrt hinweisen, die heuer auch in Oberösterreich beginnen wird, und zwar mit einem Prolog in Wels. Das ist möglicherweise ein Fall für einen Mann aus Vorarlberg, der vor kurzem auch Zeitfahrstaatsmeister geworden ist, nämlich Matthias Brändle. Der brennt hier auf diesem Prolog in Wels. Das ist ebenfalls ja, sein Terrain und da könnte er es natürlich schaffen, dass er ins rote Trikot des Gesamtführenden fährt und dann die erste Etappe von Christkirchen hinauf nach Freistadt bei der Österreich-Rundfahrt möglicherweise als Gesamtführender in Angriff nimmt. Stefan Pöll ist hier am Weg vom Grazer WSA KTM-Team Graz ABÖ. Die fahren ja hier mit diesen KTM-Dressen, kann man leicht verwechseln mit den Nationalteam-Dressen, aber das ist das KTM-WSA-Team aus Graz, die hier ebenfalls jetzt am Start sind. Stefan Pöll, wie gesagt, biegt hier gleich um die Kurve auf die letzten Meter und reiht sich hier ein mit 1:19:75 auf dem 20. Zwischenrang hier. Das ist Alex Molenaar von Monkey Town, Fahrer aus Holland. Beste immer noch, Jelle Johannin mit 1:10:32. Matej Groschel ist der Nächste hier aus Ljubljana, der Slowene. Da kommt um die Kurve der Slowene. Vom Team Ljubljana Gusto Santik. Und auf der Strecke haben wir derzeit Alex Molenaar, ebenfalls ein U23-Fahrer vom TC Monkey Town A-Block CT, also dieses Monkey Town Team aus den Niederlanden, die ja auch sehr, sehr stark unterwegs sind. Monkey Town
ist nicht der Radclub, sondern der Sponsor Monkey Town. Das ist ein Hersteller für Spielgeräte für Kinder. Da haben wir ihn, Alex Molenaar, beißt hier hoch. Und der könnte sich wieder ganz vorne einreihen, jetzt schon bei dieser Dreifachführung der Niederlande. Jelek Johanik ist ja immer noch der, der ganz vorne mit dabei ist. Wo kann er sich hier einreihen? Alex Molenaar. Ja, das ist Rang 2. Rang 2 für Alex Molenaar. Monkey Town ist seine Mannschaft. Schnitt 34,17, Zeit 1,11. Das sollte man sich merken. Also die zeigen hier ordentlich auf, das ist eine niederländische Nationalmeisterschaft, was wir derzeit hier sehen. Also vier Niederländer ganz vorne. Jelle Johanik führt vor Alex Molenaar, Jochem Kerchardt und Stan Godrie. Und wir haben einen Argentinier am Start, und zwar Franco Gabriel Orocito, der für das D'Amico UN Tools aus Italien unterwegs ist. Das sind hoffnungsvolle Nachwuchsfahrer, meine Damen und Herren. Also merken Sie sich diese Namen zumindest im Hinterkopf, denn es kann gut sein, dass man die in 2-3 Jahren auch bei der einen oder anderen Pro-Tour-Veranstaltung sehen, bei einer Grand Tour. Die sammeln hier in Oberösterreich Erfahrung, Rennerfahrung, Erfahrung natürlich auch in einer 4-Tages-Rundfahrt. Und den Mann, den kennen wir ebenfalls, das ist ein Oberösterreicher, beziehungsweise ist er für ein oberösterreichisches Team auch am Start. Das ist Andi Graf, das ist ein Zeitfahrspezialist, das ist ein Bahnspezialist, und das könnte natürlich auch für ihn hier heute eine nicht unattraktive Streckenführung sein. Also den Mann sollten wir uns jetzt ganz genau ansehen. Andi Graf, wir sind gespannt, was er hier liefern kann. Der kann richtig gut Zeit fahren, der Mann. Er ist gerade auch bei den Zeitfahrmeisterschaften am Stockerl gewesen. Biegt hier ein in die Klosterstraße aufs Kopfsteinpflaster. Und der will es natürlich sicherlich heute wissen. Der will sich hier ganz nach vorne schieben. Der kann das hier, da bin ich mir sicher. Und versucht hier natürlich auch entsprechend Tempo noch mitzunehmen hinauf auf den Schlossberg. Andi Graf, das wird eine spannende Angelegenheit hier. Kann er diese niederländische Vierfachführung mittlerweile sprengen und kann er sich hier möglicherweise auch einreihen? Andi Grossek hat gemeint, ein Sprinter gewinnt. Das ist er nicht unbedingt, aber er kann gut Zeit fahren und es ist einer, der hier sicherlich gut Gas geben kann. Ob das allerdings so schnell ausschaut, das ist die Frage. Und wenn wir hier jetzt auf die Zeit schauen, ist die Frage, ob hier Andi Graf sich vorne einreihen kann. Er plagt sich, wenn man das so anschaut. Versucht hier noch einmal alles rauszuholen auf den letzten Metern. Wo kann er sich einreihen? Auf Rang 27, also für ganz vorne hat es nicht gereicht, 1,21 seine Zeit. Ja, da wäre wahrscheinlich mehr drinnen gewesen. Das ist möglicherweise doch eine Strecke für die Sprinter. Der nächste vom Team Vorarlberg Santik, dürfte das sein? Yannick Steimle. Das ist ein Favorit für den heutigen Tag. Also da haben wir schon gehört, der könnte das heute gewinnen. Das schaut auch sehr gut aus, wie er hier fährt. Der versucht nochmal alles hier herauszuholen. So, seine Zeit hier ganz oben. Richtzeit 1,11, das ist die Siegerzeit derzeit. Wo ist Yannick Steimle? Wo reiht er sich ein? Wo ist die Zeit von Yannick Steimle? Wo ist seine Zeit? 1:09:73, und das ist die Führung für den Mann, der für das Team Vorarlberg-Santik hier an den Start geht. Der Deutsche kann sich also hier ganz, ganz vorne einreihen, sprengt diese niederländische Phalanx, und das ist jetzt die neue Richtzeit. Meine Damen und Herren, merken Sie sich 1:09:73, und lassen Sie sich den Schnitt auf der Zunge zergehen. 35 km/h ist der Schnitt. Ja, und da fährt schon wieder einer runter.
an die Grafische wieder in Richtung Ziel unterwegs. Also die Fahrer halten sich hier nicht lange oben auf. Ja, das freut uns natürlich. Ein österreichisches Team ganz, ganz vorne. Und einer, der ebenfalls hier Gas gibt hinauf, ist Jodok Salzmann von den Maloja Pushbikers, die ja mit Daniel Auer einen Favoriten aufs Gesamtklassement hier am Start haben, der das Leondinger Eröffnungsrennen gewonnen hat. Und ja, Jodok Salzmann wird da in den nächsten Tagen ein wichtiger Helfer sein, versucht sich aber auch hier auf den letzten Metern noch einmal ordentlich zu pushen und kommt ins Ziel mit einer Zeit von 1:12.07, reiht sich auf dem vierten Gesamtrang. Also auch sehr, sehr starke Fahrt von Jodok Salzmann von den Maloja Pushbikern. Das heißt, gut erholen, denn die werden sicherlich für Daniel Auer in den nächsten Tagen fahren. Der nächste Mann vom Team Felber-Meyer-Simplon-Wels hier ist Daniel Lehner mit der Nummer 5. Ebenfalls schon in Richtung Schlossberg unterwegs. Jetzt beginnt hier die Steigung. Felber-Meyer-Simplon-Wels hat sich ja völlig neu aufgestellt. Nach dem Abgang von Ricardo Zeudel hat hier diese Teamleader-Rolle Stefan Rabitsch übernehmen müssen, der ja im Vorjahr eine perfekte Saison hingelegt hat, vor allem eine perfekte Frühjahrssaison. Und auf ihm ruhen natürlich auch die Hoffnungen heute, beziehungsweise in den nächsten Tagen. Und da wird Daniel Lehner natürlich die entsprechenden Helferdienste zu verrichten haben, denn ja, es wäre schon schön aus oberösterreichischer Sicht, wenn es einen vierten Gesamtsieg von Stefan Rabitsch geben könnte. Daniel Lehner kommt ins Ziel in einer Zeit von 1:13.73 und reiht sich auf dem sechsten Gesamtrang. Also die Zeiten, die werden schneller. Die Herren, die reihen sich hier ganz, ganz vorne ein und völlig ausgepumpt die Fahrer hier ganz oben am Schlossberg. Also diese 700 Meter, die gehen richtig in die Beine und da muss man natürlich jetzt auch ausfahren gehen, denn morgen sollte man doch beim Etappenstart um 12 Uhr beim Maxent in Wels einigermaßen ausgerastet ins Rennen gehen, denn es geht morgen über 184,8 Kilometer in Richtung Reichersberg. Das ist die erste echte Etappe nach diesem Prolog hier. Martin Greinz vom Keke Bled Team aus Slowenien. Da sieht man auch, der geht es eher gemütlich an heute. Also der ist nicht hier, um diesen Prolog heute zu gewinnen, sondern der versucht, diesen Prolog hier zu überleben. Der versucht hier Kraft zu sparen für die nächsten Tage. Und da wird er jetzt schon durchgereicht. Da laufen die Nummern herunter. Biegt gleich hier um die Kurve. Und ist relativ entspannt hier im Ziel. Auch das ist Radsport. Nicht alle können vorne mitfahren, sondern er reiht sich einmal auf dem 37. Gesamtrang ein, nimmt diesen Prolog eher locker und versucht sich auf die nächsten Tage zu konzentrieren. Wir gehen kurz in die Werbung und sind in wenigen Sekunden wieder für Sie da bei der 10. Internationalen Oberösterreich-Rundfahrt. Österreichischen Nachrichten. Für alle Oberösterreicher nur das Beste. Oberösterreichische Nachrichten. Lesen wir's gescheit. Auch auf Nachrichten.at. Und wir sind schon wieder da bei der Oberösterreich-Rundfahrt, bei der 10. Ausgabe der Jubiläumstour durch Oberösterreich mit dem Prolog durch Linz auf 700 Meter. In Richtung Schlossberg. Start hier am Hauptplatz bei perfektem Radwetter, bei perfektem Zuseherwetter und bei perfekten Abendbedingungen hier. Toller, lauer Sommerabend hier in Linz. Und da gibt es Radsport vom Feinsten. Der Beginn dieser Tour durch Oberösterreich, die in den nächsten drei Tagen dann durch Oberösterreich rollen wird. Und da haben wir Michael Prochaska gesehen, der Tscheche, der hier ins Ziel kommt mit der 183 ebenfalls in der Nachwuchswertung.
Ja, schauen wir uns die Ergebnisse kurz an. Es führt, und das ist also aus österreichischer Sicht erfreulich, vom Team Vorarlberg-Sentic der Deutsche Yannick Steimle. Und den hat ein Mann, der diese Rundfahrt schon dreimal gewonnen hat, ganz oben auf der Liste gehabt zu den Favoriten des heutigen Tages, nämlich Stefan Rabitsch, der 2016, 2017 und 2018 diese Oberösterreicher Rundfahrt für sich entscheiden konnte. Der kommt noch, aber der hat gesagt, ich bin nicht der Spezialist für diesen Prolog, für diese 700 Meter und diese 40 Höhenmeter. Das ist etwas für Sprinter, das ist etwas für Puncheure, möglicherweise für Leute, die auch manchmal Crossrennen fahren. Die könnten hier, ja, zum Schluss ganz vorne sein, und er hat hier auf Yannick Steimle schon getippt, der relativ bald hier schon ins Rennen gestartet ist. Wie gesagt, die Favoriten, wie zum Beispiel ein Daniel Auer, ein Jonas Rapp oder eben ein Mann von Selbfelbermeier, Simplon Wels, der mit der Nummer 1 ins Rennen geht, Stefan Rabitsch, der kommt erst. Auf die dürfen wir uns hier noch freuen. Da geht es vor allem heute um Schadensbegrenzung, um wenige Sekunden, die man hier aufreißt. Denn er hat gesagt, ich bin definitiv nicht der Spezialist für diesen Hügel hier. Wenn ich nur mit ein paar Sekunden Rückstand ins Ziel kommen würde, dann wäre das perfekt. Ach, da kommt der Deutsche Ken Tiltmann vom Velogroup Ratisbona aus Deutschland auf die letzten Meter. Und zu dieser Zeit war der erste Yannick Steimle schon im Ziel. Jetzt wird er schon durchgereiht. Ken Tiltmann biegt um die Kurve, kommt auf die letzten Meter, und es ist, wie gesagt, nicht jedermanns Sache, dieser Prolog, aber auf alle Fälle ein unglaublich spektakulärer Auftakt hier in der Linzer Landeshauptstadt für diese Oberösterreich-Rundfahrt, die wir Ihnen hier auf Alpentour TV präsentieren dürfen, übertragen dürfen, gemeinsam mit unserem Medienpartner, den Oberösterreichischen Nachrichten, wo wir auch auf nachrichten.at die Zuschauer begrüßen dürfen. Herzlich willkommen hier bei der 10. Austagung der Oberösterreich-Rundfahrt, die in den nächsten Tagen hier durchs Land touren wird. Ziel, wie gesagt, am Sonntag in Ternberg bei hoffentlich ebenso noch prächtigem Wetter wie heute hier in Linz. Der Wettergott, der hat es gut gemeint mit den Radsportlern. Wir erwarten perfektes Radwetter und wir hoffen natürlich, dass uns das eine oder andere Gewitter hier verschont. Das wäre natürlich eine tolle Sache. Wir haben es schon angesprochen, 2016, 2017 und 2018 hat ein Mann hier gewonnen, den habe ich Ihnen schon erwähnt, nämlich Stefan Rabitsch, während hier der nächste Niederländer ins Ziel kommt. Ja, und dass diese Oberösterreich-Rundfahrt und dass Sie sich diese Namen, die hier eingeblendet werden, wie zum Beispiel einen Yannick Steimle, dass Sie sich diese Namen merken sollten, das erzähle ich Ihnen so, wenn Sie die letztjährigen Sieger ansehen, wie einen Stefan Rabitsch oder davor 2015 einen Gregor Mühlberger oder 2014 einen Patrick Konrad oder 2013 einen Ricardo Zödel, der dann daraufhin die Österreich-Rundfahrt gewonnen hat, der Staatsmeister geworden ist, dann ist diese Rundfahrt ein absolutes Sprungbrett, nicht nur für Nachwuchsfahrer, sondern auch für arrivierte Fahrer, möglicherweise auch in die World Tour, denn Patrick Konrad wird in wenigen Tagen die Tour de France in Angriff nehmen. Gregor Mühlberger ebenfalls in der Pro-Tour unterwegs. Ja, Stefan Rabitsch wird eine tragende Rolle bei der Österreich-Rundfahrt spielen dürfen. Und ja, da werden wir sehen, wer sich in diese Annalen hier weiter einreiht. Also diese Oberösterreich-Rundfahrt, ein absolutes Sprungbrett für die Fahrer hier. Eine absolut qualitativ hochwertige Rundfahrt, die hier vom Oberösterreichischen Landesradsportverband unter der Leitung von Paul Resch, Vizepräsident Walter Ameshofer und der Tourdirektorin Helga Mitnasser organisiert wird. Ja, ein absolut tolles Radsport-Event, das von den Teams aus ganz Europa hier gerne besucht wird. Man kann gar nicht alle Teams hier fahren lassen. Es gibt zu viele Anfragen. Man muss sich sie aussuchen. Man kann sich sie aussuchen. Man ist in einer tollen Situation, um hier Radsport eben vom Feinsten in Oberösterreich zu bieten. Und das ist nicht die einzige Veranstaltung hier in Oberösterreich. Es folgt hier noch die internationale Juniorenrundfahrt, ebenfalls ein Sprungbrett für die Profis hier. Die Profis, wie zum Beispiel ein Tom Bohnen, der bei dieser Juniorenrundfahrt in Oberösterreich groß geworden ist, der hier diese Rundfahrt auch gefahren ist. Ein klingender Name wie zum Beispiel Tom Bohnen, den kann man schon hier nennen, der hier eben auch gefahren ist und dann zum absoluten Klassiker-Spezialist in Belgien geworden ist. Weltmeister geworden ist, Paris-Roubaix mehrmals gewonnen hat. Der ist hier in Oberösterreich die Rennen gefahren und das ist ein absolutes Sprungbrett hier
Und wir freuen uns schon, wenn wir dann im Juli auch die Österreich-Rundfahrt wieder in ihre Haushalte bringen können. Wir kommen wieder zurück ins Renngeschehen. Wir kommen zum aktuellen Stand und da darf ich Ihnen jetzt berichten, dass ein Mann ganz nach vorne gefahren ist, nämlich die Nummer 134. Ein Niederländer hat wieder zugeschlagen, Sam Gademann vom Sensa KVK Cycling Team. In einer Zeit von 1:09:32 hat er sich hier an die Spitze gesetzt. 35:31 ist hier dieser Schnitt, also über 35 km/h fahren die Teilnehmer hier hinauf. Und der ist jetzt der neue Mann, den es zu schlagen gibt, Sam Gademann in 1:09:32. Und Mike van der Leyden ist hier ebenfalls ganz vorne hineingefahren, wieder ein Niederländer in 1:12:54 vom Parkhotel Falkenburg-Team. Und da sehen wir jetzt Paul Hopfgartner, der nächste Österreicher vom ABI-Bundesteam, der hier am Start ist. Die Nummer 113. Auch schon Jahrgang 1990, also einer von den arrivierten Fahrern. Aber das ABI-Bundesteam fix vertreten in der österreichischen Rad-Bundesliga. Fix Starter, eins von den kleineren Teams, die sich hier natürlich auch bei diesem Prolog gut präsentieren wollen. Für ganz vorne wird es nicht reichen. Aber das ist schon eine tolle Zeit, was hier Sam Gademann in den Asphalt gezaubert hat. Also die 1:10 ist gefallen, 1:09:32, die Richtzeit für uns, die es jetzt zu schlagen gibt für den Ersten. Das sind schon Namen, die hier jetzt ganz vorne dabei sind, die kann man sich dick notieren. Da wird es schwierig, dass es hier noch viele Fahrer gibt, die hier ganz nach vorne hineinfahren. Sam Gademann, Yannick Steimle. Dann gibt es den Jelle Johannik und den Mike van der Leyden vom Parkhotel-Team in Falkenburg. Zwischen 1:09 und 1:12 muss man fahren, um unter die besten vier zu kommen. Und den Mann kennen wir ja auch, Union Raiffeisen Rad Team Tirol. Ein Oberösterreicher, der in Salzburg seine Zelte aufgeschlagen hat. Daniel Reiter, der will natürlich hier auch aufzeigen. Ein arrivierter Fahrer mittlerweile, kämpft sich hier den Schlossberg hoch. So, der nächste hier vom Team Heizmann, Marcel Franzi am Start und auf der Strecke ist gerade die Nummer 93, das soll man auch nicht vergessen. Moran Vermeulen, den kennen wir auch. WSA-Team Graz, der ist gerade auf der Strecke und wir warten auf den Start vom deutschen Marcel Franz. Er startet für das Team Heizmann, radnetz.de. Und das ist er, Moran Vermeulen, den wir wahrscheinlich auch bei der Österreich-Rundfahrt heuer sehen werden. Der fährt gerne Querrennen und das könnte natürlich auch ein Terrain für ihn sein, wenn er ordentlich hinhält. Runder Tritt hier von Moran Vermeulen hinauf. Das sieht sehr, sehr flüssig aus. Ganz nach vorne reicht es nicht, aber wo reiht er sich ein? Moran Vermeulen. Seine Zeit. Die können wir noch nachliefern. Moran Vermeulen 1:17:09. Das ist der 19. Gesamtrang derzeit. Viktor Podotski hier am Start aus Slowenien vom Ljubljana Gusto Santik Team. Da zählt die Zeit runter und jetzt ist der Start freigegeben für Viktor Podotski, den Kroaten. Am Start für das slowenische Team. Und Antonio Santoro ist ebenfalls auf der Strecke bereits, die Nummer 63 vom Monkey Town Team, der Italiener Antonio Santoro. Santoro, so heißt es richtig.
Viktor Potocki geht hinauf in Richtung Schlossberg. Jetzt geht es in die Steigung hinein, unter dem LT1-Bogen durch. Und da sieht man schon an der Fahrweise, der will heute bei diesem Prolog weit vorne sein. Der will hier richtig Gas geben. Da ist immer noch Geschwindigkeit da, auch wenn es 15% sind, nimmt die Kurve ganz, ganz eng. Und er reiht sich ein auf dem vierten Gesamtrang, 1:12:37. Das hat nicht nur schnell ausgesehen, sondern das war auch schnell. 1:12:37, Schnitt 33,8, also auch den sollte man sich merken. Viktor Potocki, der Kroate, auf, ja, unter den Federn vom Ljubljana Gusto Sentic Team, dem slowenischen Team. Und das ist der Italiener Antonio Santoro, der für das niederländische Monkey Town Team an der Startlinie steht. Das ist nicht ganz sein Terrain hier. Aber wo reiht er sich ein? Jetzt biegt er um die Kurve Antonio Santoro. In einer Zeit von 1:21:80 kommt er auf den 37. Gesamtzwischenrang. Der nächste Italiener hier am Weg, Federico Burcio vom D'Amico UM Tools Team auf der Strecke. Und jetzt müssen sie dranbleiben, meine Damen und Herren, denn jetzt kommt eine Gruppe, die wir allesamt kennen. Thomas Umhaller ist jetzt gleich am Start, Timon Loderer ist am Start, Colin Stüssli, Lukas Schlemmer und Matthias Gritzek. Also das sind schon Namen, wo man sich möglicherweise auch in der Gesamtwertung Gedanken machen muss, ob die nicht hier ganz vorne ein Wörtchen mitreden wollen. Ja, hier Federico Burcio ins Ziel kommt. Seine Zeit 1:14:55, da reiht er sich ein auf dem 17. Gesamtrang. Wird er nicht ganz zufrieden sein, der Italiener, und da biegt einer um die Kurve. Den kennen wir, Thomas Umhaller vom neu gegründeten Sportland Niederösterreich Selle SMP Team. Thomas Umhaller, das ist ja, ja, wenn man so nennen will, die Nachfolgemannschaft vom Team Amplatz BMC. Man hat sich in Niederösterreich Gedanken gemacht, wie man eine Kontinentalmannschaft weiterführen könnte, und hat dann das Sportland Niederösterreich Team gegründet mit unter anderem Thomas Umhaller, die heuer in der ersten Saison sind. Doch ein arrivierter Fahrer, Jahrgang 1995, dieser Mannschaft. Da werden wir noch die Bruder Hammerschmidt heute sehen. Ja, und er plagt sich hier ordentlich den Schlossberg hoch, will eine gute Zeit hier fahren, Thomas Umhaller. Wo reiht er sich ein? Ja, 1:17:79 seine Zeit, 30. Gesamtrang, da hat er alles gegeben. Und der nächste, der hier wegfährt, ist Timon Loderer, der Deutsche. Rinkhoff Edwerics Cycling, der ist auf oberösterreichischen Füßen unterwegs, auf oberösterreichischen Rädern unterwegs von Rinkhoff Edwerics Cycling. Die Mannschaft von Alexander Rinkhoff, die auch bei der Österreich-Rundfahrt Fixstarter ist und im Ausland etliche weitlichen Rennen unterwegs ist. Timon Loderer plagt sich hier den Schlossberg hoch. Und wir werfen inzwischen wieder mal einen Blick auf die Gesamtwertung. Auf dem ersten Rang derzeit Sam Gademann vom Sensa KVK Cycling Team aus den Niederlanden. Zweiter Rang vom Team Vorarlberg Sentic, Yannick Steimle, einer der Favoriten für zumindest Stefan Rabitsch, und auf dem dritten Gesamtrang Jelle Johannik vom Sensa KVK Cycling Team. Der ist völlig fertig hier, Timon Loderer, plagt sich hier mit Schlangenlinien in 1:18 hinauf. Und da ist ein Mann, den können wir uns auch anstreichen, der Schweizer Colin Stüssli vom Team Vorarlberg Sentic, Nummer 25.
Der Mann hat den Grand Prix Nenzing gewonnen. Der hat also durchaus Ambitionen, hier auch bei der Oberösterreich-Rundfahrt ganz vorne mit dabei zu sein. Und da geht es jetzt nicht um den Tagessieg, aber es geht vor allem um Sekunden. Der muss Zeit oder Rückstand in Grenzen halten. Der muss sich hier ganz vorne einreihen, die Nummer 25, Colin Stüssli, der Schweizer. Geht hier über die Ziellinie und wo reiht er sich ein? Es ist dazwischen Rang 24 in einer Zeit von 1:16:47. Das hört sich jetzt relativ weit hinten an, aber es geht vor allem um den Rückstand. Und den hat er in Grenzen gehalten. 7 Sekunden. Während wir hier Lukas Schlemmer sehen von den Maloja Puschberger, der sich hier schon in Richtung Schlossberg bewegt. Lukas Schlemmer von den Maloja Puschbergers, die ja vor allem für einen Mann erfahren werden. Und das ist Daniel Auer. Und den Mann, den kennen wir auch. Das ist Matthias Gritzek. Der wird in wenigen Sekunden hier ins Rennen gehen und den können wir uns auch rot markieren. Das ist ein Mann, der neben Stefan Rabitsch die Fahnen beim Team Felbermayr Simpl und Wels ganz hoch halten wird in den nächsten 3-4 Tagen. Wenn man den heutigen Tag noch dazu zählt. So, da biegt er um die Kurve, Lukas Schlemmer. Wo ist er, Lukas Schlemmer? 1:08:34, meine Damen und Herren. Das ist jetzt eine Ansage. Also 1:08:34, das ist dazwischen Rang 1 für Lukas Schlemmer. Der hat hier ordentlich was vorgelegt. Also das ist eine kleine Überraschung, dass sich er hier auf dem Rang 1 bewegt. Und ob er das halten wird, das ist die große Frage. Also Lukas Schlemmer derzeit auf Rang 1, Maloja Puschbergers ganz vorne bei diesem Prolog hier auf den Linzer Schlossberg. Und da sehen wir den nächsten, dem wir viel zutrauen können. Matthias Gritzek, der fährt natürlich auch, ist auch einer, der sich ganz, ganz vorne einreihen kann, ist auf alle Fälle zu den Allroundern bzw. zu den Sprintern zu zählen und der hält hier auch ordentlich hin. Also die neue Zeit, 1:08:34, die müssen wir uns hier merken. Und wo reiht sich jetzt Matthias Gritzek ein? Also jetzt geht Schlag auf Schlag. Lukas Schlemmer ganz, ganz vorne, 1:08:67 und Gritzek ist im Ziel mit einer Zeit von 1:14:53 und er reiht sich ein auf dem 18. Gesamtrang. Also, wir sind immer noch beeindruckt von Lukas Schlemmer, 1:08:64, das ist seine Zeit, das müssen wir uns jetzt merken, das ist die neue Richtzeit des Mannes vom Team Maloja Puschbikers. Das ist eine kleine Überraschung, meine Damen und Herren. Also, dass der hier ganz vorne hineinfährt, dass der hier einen Colin Stüssli schlägt, dass der hier einen Yannick Steimle schlägt, das war nicht unbedingt hier zu erwarten. Und da sieht man natürlich, wenn man den Schwung hier nicht unten ordentlich mitnimmt, dann tut man sich auf den letzten Metern dieser 15% Steigung hinauf auf dem Schlossberg richtig schwer. Uroš Repše kommt ins Ziel 1:19 seine Zeit. Also der hat dir schon was vorgelegt, dieser Lukas Schlemmer. Und vielleicht gibt es ja dann die Möglichkeit, dass wir ihn noch vor das Interview, vor das Mikrofon bringen, dass er uns erzählen kann, wie es ihm denn so ergangen ist hier auf diesen 700 Metern hinauf auf den Linzer Schlossberg. Das ist die 10. internationale Oberösterreich-Rundfahrt mit dem Prolog hier in Linz am heutigen Tag. 700 Meter geht es hinauf auf den Linzer Schlossberg. Und wir sind gleich wieder für Sie da, gehen kurz in die Werbung und dann geht es gleich weiter. Schlag auf Schlag hier mit den nächsten Fahrern. Jetzt königliche Vorteile beim Kulturgenuss. Jetzt königliche Vorteile für Linz AG Energiekunden mit der Vorteilswelt-App. Nimm mir noch aus der Puste, Lukas Schlemmer, der neue Führende. Für dich geht es jetzt runter auf den Hotseat. Wie konntest du diese Zeit von 1:09 unterbieten? Wie ist jetzt das Gefühl? Ja, das Gefühl ist gut. Ich habe mich daran erinnert, dass ich bei der Ötter schon mal richtig gut gefahren bin beim Prolog und habe versucht, dass ich das heute wieder umsetze. Und ja, ist, glaube ich, ziemlich gut aufgegangen.
zum Schluss habe ich, ist mir leider die Schaltung eingegangen. Ja, aber trotzdem passt. Du hast jetzt einmal bewiesen, dass dieses 700 Meter Prolog wirklich heute ein Ding für die Sprinter ist. Ja, genau. Also ich glaube, da kann nur ein absoluter ein Sprinter oder Bancheur gewinnen. Für den Bergfahrer ist das nichts, das ist einfach zu kurz. Und ja, normal liegt mir das ziemlich gut. Das habe ich gewusst, ich muss die Chance nutzen und ja, schauen wir mal, wer noch kommt. War das jetzt eine Kampfansage ans Team Felbermayr Simplon Wels, die seit 2013 die Führung in der Hand haben? Ja, genau. Ich hoffe natürlich, dass wir sie vielleicht vorn platzieren können und dass sie mal reagieren müssen. Und das macht sicher das Ganze spannender. Dankeschön fürs Interview und ab jetzt mit dir runter am Linzer Hauptplatz zu dem Hot Seat und ich gebe wieder ab zu meinen Kollegen. Ja, Lukas Schlemmer, der hier die Taktik dieses 700 Meter Prologs ein bisschen verrät. Also man muss ein Pancheur sein, man darf kein Bergfahrer sein, man muss ein Sprinter sein und am besten, es geht einem zum Schluss noch die Schaltung ein, damit man nicht mehr runterschalten kann, damit man durchdrücken muss und dann ist man mit einer Zeit von 1:08:64 hier ganz vorne mit dabei. Der Mann von den Maloja Pushbikers, der gesagt hat, ja, wir müssen den Felbermayr-Mannen so richtig einheizen und dann sind die morgen gefordert. Das ist natürlich auch eine taktische Geschichte. Wer muss morgen arbeiten? Wer muss morgen dieses Trikot verteidigen? Wer muss die anderen fordern? Und da ist jetzt natürlich einerseits Maloja Pushbikers, die sind morgen natürlich gefordert, müssen dieses Trikot verteidigen, müssen möglicherweise auch das Hauptfeld anführen, müssen schauen, dass der Abstand zu einer möglichen Spitzengruppe klein bleibt oder zugefahren wird. Da kann man sich aus der Sicht von Felbermayr, Simplon Wels ein wenig ausrasten. Aber man muss sich natürlich auch entsprechend platzieren und da ist Felbermayr morgen sicher gefordert, wenn man denn dann am Samstag möglicherweise dieses Trikot tragen möchte. Dass man hier arbeitet, dass man die Maloja Pushbikers fordert, dass man die überrascht und dann darf man natürlich diese niederländische Phalanx, die da hinten wartet, und das darf man bei so einer Oberösterreich-Rundfahrt nie aus den Augen verlieren, dass man hier nicht auf diese anderen Mannschaften vergisst, denn die haben tolle Mannen in ihren Reihen und das hat man schon am Anfang gesehen, wo es diese niederländische Dreifach-Vierfach-Führung gegeben hat. Da gibt es so Mannen, die so richtig schnell fahren können, wie zum Beispiel einen Sam Gademan, die gut sprinten können, wie einen Alex Molinar vom Team Monkeytown oder möglicherweise auch einen Viktor Potocki, der Kroate vom Ljubljana Gusto Santik Team, der hier morgen noch einmal zuschlagen könnte. Also der, der heute vorne ist, den könnte man möglicherweise auch morgen ganz vorne erwarten, denn morgen kann es zu einer Sprintentscheidung kommen. Es ist relativ flach in Reichersberg und es ist ein spannender Zieleinlauf dort. Es geht direkt vors Stift in Reichersberg und da erwarten wir doch eine Sprintankunft, wenn es nicht doch eine Ausreißergruppe schafft und dann geht es natürlich vor allem auch ums gelbe Trikot. So, wir gehen wieder rein ins Rennen. Das ist vom WPRA-Team, vom Willebrod-Amsterdam-Team, Jentli Rumjigard. Wenn ich es richtig ausspreche, mit 155 Kollegen lachen schon rund um mich. Also die niederländischen Namen werden uns noch verfolgen in den nächsten Tagen. Das WPRA-Team hier aus Amsterdam, hier extra nach Oberösterreich angereist, um diese viertägige Rundfahrt in Angriff zu nehmen. Wo reiht er sich ein? Wir öffnen wieder unseren Live-Timer und den können Sie zu Hause natürlich auch mitschauen. Livetiming.at, 1:13:23 seine Zeit, also 11. Zwischenrang hier. Wie gesagt, die Richtzeit für Sie 1:08:64, das ist die Zeit von Lukas Schlemmer von den Maloja Pushbikers, der hier richtig was vorgelegt hat. Ja, man muss einfach nur ein schlechtes Rad erwischen, man muss einfach nur schauen, dass einem zum Schluss die Schaltung eingeht und dann könnte man da oben ganz, ganz vorne mit dabei sein, denn Schalten verboten, auf der Scheibe durchdrucken, sagen die Rennradfahrer so gern. Also das ist so ein Hügel, den man auf der Scheibe durchdrücken kann, auch wenn er 15% hat, aber der hat diese 40 Höhenmeter, wo man sagen kann, ja, da bleibe ich auf diesem großen Kranz und versuche mal so richtig Power zu geben, wie eben hier Christian Kulseth vom UNO-X-Team aus Norwegen, der hier in wenigen Sekunden auch ins Ziel kommt, noch einmal ordentlich andrückt, die Zähne zusammenbeißt und im Ziel ist mit einer Zeit von 1:19:61 immer noch ein Schnitt von über 30 km/h, meine Damen und Herren. Und das ist schon beeindruckend, was die Profis hier in den Asphalt zaubern. Yves Demann ist hier am Weg vom Senza KVK Cycling Team.
nächste Niederländer, der hier am Start ist. Die Niederländer haben natürlich eine Riesenradszene und sind auch froh, wenn sie Radrennen, Radrundfahrten, Etappenrennen im Ausland fahren können, sind dankbar, dass es diese Oberösterreich-Rundfahrt hier gibt. Da können sie Erfahrung sammeln und möglicherweise sehen wir auch den einen oder anderen von den Herren, die wir hier heute den Schlossberg hochradeln sehen in den nächsten Jahren in der World Tour, in der Pro Tour. Wie gesagt, die letzten Fahrer, das klingt vielversprechend, Stefan Rabitsch hat ja dreimal gewonnen, davor Gregor Mühlberger 2015, Patrick Konrad 2014, die Tour de France in Angriff nehmen werden in den nächsten Tagen. Und 2013 hat sich ein Mann in die Siegerliste hier eingetragen, den wir in Oberösterreich auch sehr gut kennen, nämlich Ricardo Zeudl, der Mann, der 2013 dann nicht nur die Oberösterreich-Rundfahrt gewonnen hat, sondern auch die Österreich-Rundfahrt. Und nicht nur die, er ist damals auch österreichischer Straßenstaatsmeister geworden, hat hier eine tolle Saison gehabt, ehe er dann ins Ausland zum Team Trek Segafredo gewechselt hat. Und ja, ist ja mittlerweile auch wieder nach einer kurzen Rückkehr ins Team Felbermayr in der World Tour angekommen, fährt fürs CCC-Team und wird in CCC-Farben auch die Österreich-Rundfahrt, die ja vom 6. bis 12. Juli stattfinden wird, in Angriff nehmen. Er wird dort auf den Gesamtsieg fahren, so viel hat er uns schon verraten. Wir sind gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Ricardo Zeudl, also der Sieger von 2013 der Oberösterreich-Rundfahrt, die ja vom Oberösterreichischen Radsportverband organisiert wird. Paul Resch, der Präsident, Walter Ameshofer, der hier beim Start moderiert, der Vizepräsident und Helga Mittmasser, die Tourdirektorin über diese 4 Tage, die diese Tour durch Oberösterreich, diese Oberösterreich-Rundfahrt organisieren und hier ja, ein kräftiges Ausrufezeichen für den österreichischen und den oberösterreichischen Radsport setzen. Ja, Christoph Hohenwarter hier am Weg vom ABÖ-Bundesteam, ebenfalls ein Team, das sehr, sehr oft bei der Oberösterreich-Rundfahrt dabei war, beziehungsweise ein Fixstarter ist in der Radbundesliga. Ein Klassiker seit Jahren. Die werden sich hier vor allem in den nächsten Tagen entsprechend auch präsentieren auf den Etappen. Es ist nicht jedermanns Sache hier hinauf auf den Schlossberg. Er reiht sich hier auf dem 49. Gesamtrang ein mit einer Zeit von 1:20:42. Das ist nicht ganz vorne, aber es kommen ja noch 3 anstrengende Etappen. Michael Sprenger sehen wir hier von hinten, Union Raiffeisen Radteam Tirol, und das ist das einzige Team, das hier aus Tirol bei uns am Start ist, denn das KTM Tirol KTM Cycling Team, das ist heuer bei der Oberösterreich-Rundfahrt aus einem Grund nicht am Start, denn es läuft parallel nicht nur die Oberösterreich-Rundfahrt, sondern parallel auch der sogenannte Baby-Giro, der Giro für die U23-Fahrer, und da hat ja im letzten Jahr ein Markus Wildauer 2 Tage lang das rosa Trikot tragen dürfen. Die haben wieder eine Einladung erhalten. Trotzdem aber 10 Kontinentalteams hier am Start bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt, und da freuen wir uns schon auf spannende Etappen in den nächsten 3 Tagen quer durch Oberösterreich. Drücken aber gleichzeitig auf den Kia Tirol KTM Cycling Team die Daumen, die hier in Italien die österreichischen Fahnen im U23-Sektor hochhalten. Ein Oberösterreicher ist dort ja auch am Start, der wurde nachnominiert. Da senden wir herzliche Grüße an Tobias Bayer, der Mann aus Straß im Attergau, der in wenigen Tagen auch die Straßenstaatsmeisterschaften in Angriff nehmen wird und hier möglicherweise auch in die U23-Wertung ganz vorne hineinfahren möchte, die ja im Rahmen des Monse-Radmarathons stattfinden wird. Und diesen Monse-Radmarathon, den übertragen wir gleichzeitig mit der österreichischen Straßenstaatsmeisterschaft live aus Monse, und zwar am 30. Juni. Gleichzeitig gibt es den Giro, die Giro des Inaudas am Reschenpass, da sind wir auch dabei, da gibt es auch eine Live-Übertragung, also das ist ein tolles Wochenende, was den Radsport betrifft. Vom 6. bis 12. Juli sind wir bei der Österreich-Rundfahrt wieder als Tour-TV unterwegs. Und davor gibt es noch den Ötztaler Radmarathon-Talk am 19. Juni. Streiken Sie sich auch den 23. Juni an. Live übertragen wir den Kaunertaler Gletscherkaiser. Und weil ich den Ötztaler Radmarathon-Talk schon angesprochen habe, das wird ein Highlight Ende August. Wir übertragen live über 14 Stunden lang den Ötztaler Radmarathon live aus Sölden.
wechseln uns hier ab mit zwei Moderationsteams. Da freuen wir uns schon ganz besonders, wenn mein Kollege Matthias Erne 14 Stunden lang aus der Regie berichten darf und wir im Dauereinsatz sind. Also dieses Rad-Marathon-Highlight dürfen wir hier auch Ihnen ins Haus liefern. Also Radsport vom Feinsten hier auf Alpentour TV. Und wir von Alpentour TV dürfen eben in diesen nächsten 4 Tagen gemeinsam mit Nachrichten.at, also mit den oberösterreichischen Nachrichten, hier die Oberösterreich-Rundfahrt in ihre Haushalte liefern. Kommen wir zurück zum Rennen. Pascal Teubl ist hier am Weg vom Team Heizomat Radnet.de. Finisht hier mit einer Zeit von 1:14:55, reiht sich also auf dem 22. Zwischengesamtrang ein. Kurz vor seinem Landsmann Marcel Franz, ebenfalls von seinem Team Heizomatradnet.de, also auch ein Dauergast dieses Teams hier bei der Oberösterreich-Rundfahrt. Und hinausfährt die Nummer 74. Die Nummer 74, das ist der Sieger der dritten Etappe in der Roman. Muss ich mich kurz orientieren. Ein Mann aus Taipei, Taiwan, Peng Yuang Tang, ja, vom Team Ljubljana, Gusto Santik. Also da gibt es einen Mann aus Taipei. Also auch eine interessante Paarung hier. Ein Radsportler aus Taipei, der in Slowenien hier Fuß gefasst hat beim slowenischen Team Ljubljana, ist hier bei der Oberösterreich-Rundfahrt am Start. Wie gesagt, 10 Kontinentalteams sind hier am Start. 20 Nationen und 24 Teams. Also unglaublich bunt besetzt diese Oberösterreich-Rundfahrt. Das wird noch ganz interessant dann auf den Etappen, weil wir dann ganz viel Zeit haben, über diese Teams auch zu berichten, ihnen Hintergrundinformationen zu liefern. Meine Kollegin Sophie Hochhauser wird aus Start und Ziel für Sie da sein und wir werden Ihnen diese Oberösterreich-Rundfahrt aus dem Zielraum dann auch immer in den letzten 1,5 bis 2 Stunden kommentieren. Schalten Sie also in den nächsten Tagen auch immer wieder ein auf Alpentour TV. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie hier begrüßen dürften. Und da ist der nächste Fahrer vom Team Monkeytown, der Niederländer Yen de Jong. Die können das, da sind die Pancheure aus den Niederlanden, die können groß fahren, das lernen sie von klein auf. Da gibt es die Radbahnen, da gibt es die Großmeisterschaften, die von klein auf gefahren werden. Und das ist ein ganz anderes Radfahren wie bei uns. Also da merkt man schon, dass die einfach auch die Schnelligkeit haben. Er ist zwar jetzt nicht ganz vorne dabei, aber vielleicht werden wir ihn in den nächsten Tagen noch sehen. Versucht hier noch einmal alles rauszupressen und kommt hier ins Team in einer Zeit von 1:18:84. Yen de Jong aus den Niederlanden vom Team Monkeytown. Und weil dieser Teamname doch sehr interessant ist, was denn diese Firma Monkeytown ist. Nein, es ist kein Radclub, es ist wirklich ein Sponsor. Stellt Kinderspielzeug her, wie Trampoline zum Beispiel, also Abenteuerspielplätze. Das ist dieses Team aus den Niederlanden, wird gesponsert eben von diesem Hersteller für Spielplatz, Utensilien, Trampoline und so weiter. Ein Russe ist der Nächste, der hier den Schlossberg in Angriff nimmt vom Team D'Amico UM Tools. Kustadinchev ist sein Nachname und Roman sein Vorname. Roman Kustadinchev, der nimmt es aber sehr, sehr locker hier hinauf. Also das wird keine Topzeit. Der versucht hier zu überleben. Da geht es um die nächsten Tage. Da geht es darum, hier in der Karenz zu bleiben. 10% darf man übrigens über der Zeit bleiben bei diesen Etappen. Also 10% ist diese Karenzzeit, die allerdings in besonderen Ausnahmefällen auch verlängert werden kann. Also wenn es hier heute jemanden gibt, der sich besonders lange Zeit lässt oder wenn es sehr, sehr viele gibt, die sich besonders lange Zeit nehmen, dann kann die Rennleitung hier ein Auge zudrücken und dann können die Kommissäre sagen, na, die lassen wir schon noch im Rennen, aber da geht es vor allem um das, dass man das Feld konstant hält. Und den Mann, den kennen wir auch. Jetzt wird es wieder interessant. Das ist die Nummer 31. Das ist Dominik Rinkow vom gleichnamigen Rinkow Adriatic Cycling Team, der sich hier auf den Weg macht. Er hat mittlerweile, glaube ich, seine 9. oder 10. Österreich-Rundfahrt dann schon in den Beinen. Julian Gruber sehen wir hier auf den letzten Metern vom Team Sportland Niederösterreich. Ja, es geht in die letzten, in Richtung letzte Starter und gleich sehen wir einen Mann, der in den letzten Jahren diese Rundfahrt gewonnen hat, Stefan Rabitsch, den müssen wir natürlich hier auch ganz vorne auf der Liste haben. Julian Gruber, respektabel, 1:18:94, 46. Gesamtrang. Und das ist das Urgestein in der Mannschaft von Rinkow mit der Nummer 31, Dominik Rinkow. Kennen wir natürlich aus den Übertragungen der Österreich-Rundfahrt, wo er sich immer sehr, sehr präsent zeigt.
ein Arbeiter vor dem Herrn und einer, der für seine Mannschaft alles tut. Ob er heute hier um den Sieg mitfahrt, das wage ich zu bezweifeln. Der will sich allerdings sicher gut verkaufen und dann sicher den einen oder anderen Akzent setzen, wenn es dann in die Etappen geht bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt. Er lässt nicht aus. Also das kann man auf alle Fälle sagen. Es ist nicht so, dass er einfach nur hochrollt hier den Schlossberg, sondern er versucht hier schon durchzudrücken. Und das könnte doch eine respektable Zeit werden von Dominik Rinker von Pickt er jetzt um die Kurve. Da ist er, Dominik Rinkhoff, in einer Zeit von 1,20,82 kommt er hier ins Ziel. Und während Dominik Rinkhoff hier ins Ziel kommt, sehen wir einen Mann, den wir ebenfalls kennen von den diversen Rundfahrten und immer einer ist, der etwas auszusetzen hat, der ein Jammerer vor dem Herrn ist, aber eine tolle Saison hat in diesem vorigen Jahr und eine Frühform bewiesen hat und immer vorne mit dabei war. Das ist der Tiroler, das ist Maximilian Kuhn, der heuer seine Zelte in Vorarlberg aufgeschlagen hat. Maximilian Kuhn mit der Nummer 23, der für das Team Vorarlberg Sentic hier fährt. Und wir sind gespannt, welche Zeit hier er in den Asphalt donnert, während hier das Catering aufgebaut wird für die eine oder andere Veranstaltung hier. Das macht unseren Radsportlern aber nichts. Da kommt er um die Kurve. Max Kuhn wird ganz vorne, reicht es nicht, aber wo reiht er sich ein, da wird er durchgereicht. 23. Gesamtrang für die Nummer 23, 1,14,50. Er ist möglicherweise einer, den wir in der einen oder anderen Fluchtgruppe auch sehen werden. Der wird sicher mal probieren. Und wir werden sehen, wie es wird. Ja, Kuhn Max ist gewärts gestartet und das ist ein Mann, den können Sie sich jetzt gleich rot anstreichen. Das ist der Vorjahressieger. Das ist der Vorjahressieger und das ist der Sieger von 2016. Das ist Stefan Rabic, der hier in wenigen Sekunden seine Fahrt in Angriff nimmt, während wir hier noch Johannes Schinagl sehen von den Maloja Puschbergers, der das auch kann. Also diese kurzen Anstiege hier zu fahren, der könnte sich hier wirklich vorne einreihen. Und dann wird es interessant. So, jetzt gerade gestartet Stefan Rabic mit der Nummer 1. Der muss hier Gas geben auf der Geraden. Es ist nicht sein Terrain, hat er gesagt, aber er muss schauen, dass er so wenige Sekunden wie möglich verliert. Johannes Schinagl geht auf die letzten Metern hier. 1,11,28, sechster Gesamtrang. Also tolle Zeit hier von Johannes Schinagl. Völlig ausgepunkt und der muss hier Tempo machen. Der muss hier Tempo machen. Da geht es um den Gesamtsieg bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt. Da geht es jetzt schon um die Sekunden. Stefan Rabic, wie viel Zeit kann er hier gut machen gegenüber den anderen Favoriten? Wie viel Zeit kann er hier? Ja, er muss Zeit gut machen. Er muss nicht nur Zeit gut machen, sondern er muss den Gesamtrückstand so gering wie möglich halten. Er wird sich nicht ganz vorne einrennen, das hat er uns schon gesagt, aber er muss beißen heute. Es ist nicht sein Terrain, aber er versucht ja alles zu geben. Er muss ja vorne mit dabei sein und er muss vor allem eins machen, Maloja so richtig fordern. 57, 58, 59. Die Minute ist erreicht für Stefan Rabic. Und da sehen wir unten eingeblendet den Mann von den Maloja Pushbikers in 1,08, 59. Wo reiht sich Stefan Rabic ein? Seine Zeit 1,11, 98. Da hat er richtig eine tolle Zeit in den Asphalt gezaubert. Da hat er ganz, ganz wenig Rückstand. Nur aufgerissen. Da ist er auf dem Gesamtrang. Wo haben wir seine Zeit? Hier haben wir seine Zeit. 11,98, Gesamtrang 8. Und das ist wirklich toll für Stefan Rabic. Da hat er nur wenige Sekunden Rückstand und das könnte in den nächsten Etappen sicherlich auffüllen. Während hier Matic Weber aus Slowenien vom Keke Bled den Schlossberg in Angriff nimmt. Also wirklich eine tolle Auftaktveranstaltung, die wir hier sehen in Linz. Vom Team Keke Bled geht er hier ins Rennen und da sehen Sie mal, wie knapp die Zeilabstände sind, wie man hier durchgereicht wird. Das ist der 21. Gesamtrang für Matic Weber. Den haben wir noch mitgenommen, bevor wir noch einmal in die Werbung gehen und gleich wieder für Sie da sind. Sport hat viele Seiten. In den oberösterreichischen Nachrichten. Für alle Oberösterreicher nur das Beste.
oberösterreichische Nachrichten. Lies was Gescheites. Auch auf Nachrichten.at. Neben mir Stefan Rabitsch vom Team Felbermeier Simplon Wels. Stefan, seit 2016 sicherst du dir den Sieg und das gelbe Trikot der Oberösterreich-Rundfahrt. Für dich ist dieser Prolog entscheidend, aber woran hat es jetzt schlussendlich gelegen, dass du die 1 Minute und 8 Sekunden von Lukas Schlemmer nicht unterbieten konntest? Naja, ganz klar, es ist nicht meins. Ich muss da 1 Minute, also, anders als ich das sagen soll, also, es war eh klar, dass ich da heute verliere. Was soll ich da gegen Sprinter oder was? Deswegen muss ich sagen, ja, ich sage eigentlich gar nichts dazu, weil es nicht mein Kurs ist, deswegen ist es mir eigentlich herzlich egal. Welche Etappe wird für dich entscheidend? Ja, die 2. Etappe am Samstag. Weswegen? Nein, weil da die Berge sind und das mir primär liegt, als wie sowas da auf und nach. Das heißt, du lässt dich jetzt von diesen wenigen Sekunden nicht unterkriegen und bist weiterhin heiß auf den Sieg? Na, sicherlich. Also, wo ich das erste Mal gewonnen habe, habe ich auch nicht am ersten Tag gewonnen. Klar, war es entscheidend, dass wir da halt schon für die Gesamtwertung, weil viel, also größere Abstände waren. Das war natürlich heute nicht. Und es ist alles offen für die ersten Etappen, aber für mich war wichtig, also es ist eigentlich wichtig, dass ich auf die Gesamtfahrer nicht so viel verliere. Und der Rest ist eh egal. Also ob jetzt, ich glaube, dass ich schon stärker bin, wie der Lucky Schlemmer dann auf den Berg. Aber ich muss sagen, der ist zum Beispiel, also der ist wirklich stark gefahren. Und das habe ich auch gewusst. Weil immerhin ist er bei der Etage in Kitzbühel geworden, beim Prolog Zweiter geworden. Und deswegen, so wenn er es gewinnt, dann hat er es verdient. Entschieden ist es allerdings erst am Sonntag in Ternberg. Und bis dahin sage ich wieder Dankeschön. Ich melde mich später wieder vom Schlossberg hier oben in Linz im Ziel vom Prolog der 10. Internationalen Oberösterreich-Radrundfahrt. Ja, Sophie Hochhauser mit einem völlig ausgepumpten Stefan Rabitsch, der natürlich noch nichts aufgegeben hat und genau das bestätigt hat, was wir auch vorher gesagt haben. Da geht es darum, dass man die Sekunden im Zaum hält. Das geht jetzt nicht um den Etappensieg für Stefan Rabitsch, sondern geht es vor allem darum, dass man den Abstand relativ gering hält nach vorne. Und Lukas Schlemmer, ja, ist sicher einer, der auf den Bergen nicht so stark ist wie ein Stefan Rabitsch. Stefan Rabitsch ist auch kein ausgewiesener Bergfahrer, aber einer, der welliges Terrain sehr, sehr gerne liebt und da hat das richtig angesprochen. Da wird die 2. Etappe eine große Rolle spielen, wenn es dann ins Mühlviertel geht vom Modehaus Stöcker in Everting in Richtung Oberneukirchen. Also da gibt es dann die Mühlviertel-Etappe, wo wir dann gegen 15 Uhr am Samstag das Ziel erwarten werden bei hoffentlich ähnlichen Temperaturen. Da wird es richtig heiß für die Radsportler und da wird es auch richtig heiß hergehen ums Gesamtklassement. Und ich bin mir sicher, dass es kein Gentleman Agreement gibt am Sonntag, sondern auch die Etappe in Richtung Ternberg noch ordentlich ausgefahren wird. Denn es ist nur eine 4-Tages-Rundfahrt, keine 7- oder 8-Tages-Rundfahrt. Und es ist keine Tour de France, wo man dann mit dem Sekt in Richtung Paris fährt, sondern es wird sicher noch einmal so richtig angegriffen, wenn es in Richtung Ternberg geht. Da gilt es einiges zu verteidigen und da wird sicher dem einen oder anderen nichts geschenkt. Aber wie gesagt, Lukas Schlemmer, tolle Zeit, 1:08:59 hier hinauf. Das ist ein Schnitt von 35,66 km/h. Also alleine das ist eine tolle, tolle Zeit, die wir hier heute schon gesehen haben bei diesem Radsportfest in Linz. Da freuen wir uns, dass die Oberösterreich-Rundfahrt zum, ich glaube, 2. Mal mittlerweile zu Gast ist hier in Linz bei einem Prolog. Es ging ja schon einmal auf den Pöstlingberg hinauf und heute hat man gesagt, ja, man versucht das mit ein wenig weniger Verkehrschaos anzurichten. Man fährt auf den Schlossberg, da muss man wenig sperren, da kann man den Abendverkehr
trotzdem noch rollen lassen, soweit das in Linz möglich ist, dass dieser Verkehr auch rollt. Und ja, die Zuschauer quittieren das Ganze und wir versuchen es Ihnen nach Hause zu liefern auf Alpentour.tv, präsentiert bei Nachrichten.at, und daher dürfen auch die Zuschauer von den oberösterreichischen Nachrichten von Nachrichten.at sehr herzlich bei uns im Livestream begrüßen, mit denen wir hier heuer diesen Livestream produzieren und präsentieren. Und wir sind natürlich auch in den nächsten Tagen für Sie da, wenn es dann von den Etappen live in Ihre Wohnzimmer, auf Ihre Tablets, auf Ihre Smartphones oder vielleicht auch auf den Laptop beim See geht, wo wir Ihnen diese Oberösterreich-Rundfahrt präsentieren dürfen. Da gibt es noch die Dauphiné, die Sie auf Eurosport sehen können. Da gibt es noch eine Women's Tour in England, wo zum Beispiel Sarah Reikes gerade die österreichischen Fahnen hochhält. Und da gibt es eben die Oberösterreich-Rundfahrt, die bis Sonntag hier durchs Bundesland rollt. Und die bringen wir hier Ihnen auch live nach Hause. Wir schauen wieder ins Rennen. Wie gesagt, der Zwischenstand. Es führt Lukas Schlemmer von den Maloja Pushbikers mit einer Zeit von 1:08:59 und einem Schnitt von 35,66 km/h. Und das sieht sehr, sehr gut aus für den Mann von den Maloja Pushbikers, dass er das hier möglicherweise auch nach Hause bringt, vor einem Niederländer, Sam Gardemann vom Sensa KVK Cycling Team und Yannick Steimle vom Team Vorarlberg Sentica. Also man liefert sich hier herauf auf den Schlossberg. Ein Gemetzel. Es geht hier um Hundertstel. Also alleine die ersten drei sind weniger als 2 Sekunden auseinander. Ganz, ganz knappe Sache hier. Und man darf die Niederländer hier nicht abschreiben, denn Jenne Johannik ist auf Rang 4. Bart Arzt ist auf Rang 5 und Joren Blöm ist auf Rang 6. Das sind alles Niederländer, die hier lauern, die hier möglicherweise auch den Gesamtsieg im Visier haben in ihren Teams. Die sind gut organisiert, die können das, die können hier Pantschören, wie man so schön sagt. Das sind die Crosser, die Walter Ameshofer hier auch immer einlädt zur Oberösterreich-Rundfahrt, die er eben auch gut kennt von den Crossrennen, die in Oberösterreich vor allem in Stallpaar auch ausgetragen werden. Da hat Oberösterreich einen guten Ruf und den überträgt man natürlich hier auch auf die Rundfahrt in Oberösterreich im Juni jedes Jahr. Und da freuen wir uns, die hier in ihre Haushalte liefern zu können, beziehungsweise ihnen auch präsentieren zu können. Und das ist der nächste, der aus den Niederlanden hier hochkommt, vom Team Parkhotel Falkenburg, Destil Orange Babys. Kyle Achterberg in einer Zeit von 1:12:53 fährt er hier auf den 15. Gesamtzwischenrang und kann sich hier doch relativ weit vorne einreihen. Das ist der nächste, Fabian Stockmeier vom APÖ-Bundesteam, haben wir schon erwähnt, ein Fixstarter in der österreichischen Rad-Bundesliga, die ja mit dem Eröffnungsrennen in Leonding begonnen hat und mit dem King of Delecte Mannschaftszeitfahren im September ihren Abschluss findet. Fabian Stockmeier hier auf dem Weg in Richtung Schlossberg, da läuft die Zeit herunter. Und dann sehen wir sie eingeblendet, die Zeit, die es zu schlagen gibt von Lukas Schlemmer, 1:08:59. Das ist schon eine Vorgabe und wir haben es vorher auch schon einmal erwähnt. Es ist vergleichbar mit einem 400 Meter Sprint auf der Bahn bei den Leichtathleten. Rund eine Minute Belastungszeit, Vollgas, wie man so schön sagt, Laktatparty hier hinauf auf den Schlossberg. Und man kann es ja mal probieren, als Amateur hier raufzufahren. Walter Ameshofer hat gesagt, er hat es mit dem E-Scooter probiert und bei der steilsten Stelle hier kurz vor dem Ziel hat er absteigen müssen, weil der E-Scooter, der hat es nicht mehr gepackt, diese 15%. Wo reiht er sich ein, Fabian Stockmeier? 1:25:84 seine Zeit, das ist der 83. Gesamtrang, also eher weiter hinten, macht aber nichts, denn für das AB-Bundesteam geht es vor allem darum, dass man so richtig Gas gibt auf den nächsten Etappen. Genauso wie für Stefan Tanner vom Union Raiffeisen Radteam Tirol, den wir hier sehen, der jetzt in die Stärkung hineingeht. Stefan Tanner geht hier in Richtung Ziel. Da läuft die Zeit jetzt runter und auch die Plätze. Da sieht man, wie eng das es hergeht bei diesem Prolog. Seine Zeit 1:21:20 mit dieser Zeit reiht er sich auf einem 70. Gesamtrang ein.
So, die Nummer 95 biegt um die Kurve. Das ist Jakob Reiter vom Team AWSA KTM Graz. Aber wen haben wir noch in der Startliste? Der nächste, Moran Vermeulen, den kennen wir auch, vor allem aus der Cross-Szene. Und dann geht's. In Richtung Ziel. Der letzte Fahrer, der hier auf die Strecke geht, ist um 20.28 Uhr. So lange bleiben wir auch bei Ihnen. Jan Koller ist der Letzte, der diesen Prolog hier in Angriff nehmen wird. Jonas Rapp ist auch noch einer, den man sich dick anstreichen sollte vom Team Rinkhoff Adriatic Cycling. Geht um 20.25 Uhr ins Rennen. Das sind so Namen, die man vielleicht auch in der Gesamtwertung dann ganz, ganz vorne sehen wird. Und einen, der relativ bald kommt, nämlich in 7 Minuten. Das wird noch eine spannende Geschichte mit Daniel Auer, der ja das Eröffnungsrennen in Leonding gewonnen hat. Andi Beitz vom Team Felbermeier wird auch dann noch folgen. Wen haben wir dann noch auf der Liste? Ja, Marvin Hammerschmidt, der Sohn von Landestrainer Karl Hammerschmidt, wird ebenfalls als Lokalmatador für das Sportland Niederösterreich hier in wenigen Sekunden auf die Strecke gehen. Da sehen wir die Nummer 84, Leon Rode vom Team Heizomat, radnet.de, 1.16.69, das ist das gute Mittelfeld, Rang 42 für den Deutschen hier. Und da ist der nächste vom Team Monkeytown. Nicola Gafforini. Der Niederländer. Ja, Rok Horacek auf der Strecke, den kennen wir auch. Auch kein unbekannter Name vom Team Ljubljana, Gusto Santik. Der Slowene. Schaut nach einer starken Zeit hier aus, was der hier in den Asphalt legt. Da biegt er schon um die Kurve, Rok Horacek. Kommt ins Ziel mit 1.12.77, 16. Gesamtrang, also da ist man schon wieder etwas weiter vorne platziert. Der nächste Italiener hier am Start, Nicola Gafforini vom Team Monkeytown, den haben wir vorher schon beim Start gesehen. Nimmt ebenfalls hier diesen Prolog nach oben in Angriff. Italiener, der für das niederländische Team hier an den Start geht. Und während hier Nicola Gafforini gleich um die Kurve biegt und ins Ziel fährt, dürfen wir ankündigen, dass der nächste Oberösterreicher eben an der Startlinie steht. Das ist Marvin Hammerschmidt vom Team Sportland Niederösterreich. Also der wird sich hier gleich in Richtung Schlossberg bewegen. Angelo Raffaele vom D'Amico UM Tools Team, der Italiener, ebenfalls hier in Richtung Schlossberg unterwegs, der Italiener. Und da oben sehen wir Marvin Hammerschmidt, der ja in wenigen Sekunden hier das Rennen in Angriff nehmen wird. Der Mann vom Team Sportland Niederösterreich, das ja neu heuer gegründet wurde und die beiden Brüder hier unter Vertrag genommen hat. Man hat sich zum Ziel gesetzt, ein Nachfolgeteam vom Team Amplatz BMC in Niederösterreich zu gründen. Da hat sicherlich auch ein Mann des Radsportverbandes seine Finger mit im Spiel gehabt. Jürgen Brettschneider, den wir hier sehr herzlich grüßen dürfen. Der niederösterreichische Landesradsportverbandspräsident, der sich dafür einsetzt, dass hier auch in Niederösterreich die Fahnen in einem Team hochgehalten werden. Und für dieses Team ist eben auch Marvin Hammerschmidt unterwegs, der hier jetzt um die Kurve biegt und den Schlossberg in Angriff nehmen wird. Man darf sich allerdings
sicherlich nicht ein Ziel, ein Platz ganz vorne im Ziel hier erwarten, sondern da geht es darum, dass man diese Rundfahrt solide beendet, dass man sich hier entsprechend präsentiert. Und ja, sie sind ja auch für die Österreich-Rundfahrt im Gespräch, also die werden sie dann auch in Angriff nehmen. Und da geht es dann auch darum, dass man vor allem sich bei den Niederösterreich-Etappen sehr, sehr gut präsentiert, denn die Österreich-Rundfahrt geht ja dann auch vor allem und sehr, sehr stark mit einem Ostbezug ins Rennen, wenn man so sagen darf. Da gibt es eine Etappe von Zwettl nach Wiener Neustadt und dann gibt es natürlich diese Heimetappe von Hermann Pernsteiner in der buckligen Welt. Ja, und Marvin Hammerschmidt, wo reiht er sich hier ein? Auf dem 41. Gesamtrang. Ja, hat es probiert, 1:16:21 seine Zeit. Der nächste Mann hier vom Team Rinkhoff Edwerix Cycling. Und da freuen wir uns, dass er wieder am Start ist. Hier Markus Freiberger, der war lange krank und ist jetzt wieder topfit hier am Start. Hat die zweite Etappe der Tour auf Bihor ganz vorne beendet. Und diese Tour auf Bihor, die sollte man sich auf alle Fälle dick anstreichen. Also diese Leistung war keine schlechte, die ist extrem gut besetzt. Denn die hat unter anderem schon ein Egan Bernal gewonnen, der bei der Tour de France mittlerweile ganz, ganz vorne im Team Ineos ganz vorne mit dabei ist. Da war Markus Freiberger ganz, ganz vorne unterwegs. Da geht es jetzt möglicherweise nicht darum, dass er jetzt ganz vorne mit dabei ist, sondern da geht es vor allem auch um eine Gesamtwertung oder vielleicht darum, dass er bei einer Etappe ganz weit vorne ist. Die muss er mitnehmen, die Etappe. Da sieht man eh noch das getippte Knie auf der linken Seite, aber er dürfte wieder fit sein. Reiht sich hier zwar nur unter Anführungszeichen auch Rang 82 ein, aber Markus Freiberger, den sollten wir uns im Team Rinkhoff Edwerix Cycling sicherlich in den nächsten 2-3 Tagen ganz, ganz dick anstreichen. So, ein Spanier ist hier am Weg. José Manuel Díaz Gallego vom Team Vorarlberg Santic. Für dieses Team tritt er hier in die Pedale und geht kurz vor einem Mann ins Rennen, den wir uns ebenfalls dick im Kalender der nächsten 3 Tage merken sollten. Das ist Daniel Auer, der gerade ins Rennen gegangen ist. Daniel Auer, der Mann von den Maloja Pushbikers, für den sich möglicherweise Lukas Schlemmer in den nächsten Tagen ins Zeug legen muss. Denn Daniel Auer, der hat schon richtig gute Ergebnisse geliefert. Nicht nur beim Grand Prix Nenzing fast ganz vorne mit dabei, sondern der Mann, der hat das Auftaktrennen gewonnen hier in Oberösterreich. Er war ganz vorne mit dabei und hat sich hier den Sieg geholt in Leonding beim Eröffnungsrennen. Also den sollten wir uns vor allem in der Gesamtwertung ganz vorne dick anstreichen. Also von dem erwarte ich mir in den nächsten 2-3 Tagen sehr, sehr viel. Und er versucht natürlich auch entsprechend alles zu geben. Da geht es nicht, wie gesagt, um den Etappensieg, sondern da geht es vor allem darum, wie Stefan Rabic gesagt hat, die Sekunden, die es hier draufgepackt bekommt auf diese 1,859, dass man die hier in Zaum hält, dass man die Abstände relativ gering hält und dass man sich dann möglicherweise von Lukas Schlemmer distanzieren kann. Also das ist jetzt ein Teamkollegenrennen hier. Lukas Schlemmer hat da nicht ganz, das sind einige Meter, aber 1,11,54 reiht er sich auf dem 8. Etappenrang ein. Und das ist ja gleichzeitig auch der 8. Gesamtrang. Und wenn man das jetzt vergleicht mit einem Stefan Rabic, der mittlerweile auf einem 10. Etappenrang klassiert ist, dann ist das fast dieselbe Zeit. Also die haben bis auf 20 Hundertstel wirklich dieselbe Zeit. Das könnte sogar dieselbe Sekunde hier sein, während hier Andy Beitz den Schlossberg in Angriff nimmt von Team Felbermeier, Simple Wells. Ja, das wird ein Gemetzel zwischen Daniel Auer und Stefan Rabic. Also die haben einigermaßen dieselbe Ausgangsposition in den nächsten Tagen. Und das wird eine sehr, sehr spannende Rundfahrt, was die Gesamtwertung betrifft. Also auf die beiden, Daniel Auer, Stefan Rabic, dürfen wir aus österreichischer Sicht in den nächsten 3 Tagen ein Auge werfen. So, Andy Beitz geht um die letzte Kurve. Die Zeit, die läuft. Lukas Schlemmer wieder nicht ganz erreichen, aber da ist er schon, biegt um die Kurve und kommt mit einer Zeit von 1:15:16:04 ins Ziel. Das ist der 38. Gesamtrang und Andy Beitz wird natürlich auch Helferdienste verrichten müssen in den nächsten Tagen in diesem doch sehr, sehr jungen Team rund um Stefan Rabic, die ja hier
um die Gesamtwertung rittern. Und da ist die Frage, kann er den vierten Sieg holen oder wird es ein anderer, wird es möglicherweise einer aus dem Team der Maloja Pushbikers? Der Nächste, der sich auf den Schlossberg macht, Homan Gregor. Gregor Homan vom Team Keke Blöd. Den nehmen wir noch mit hier hinauf in Richtung Schlossberg. Und dann schauen wir, ob meine Kollegin Sophie Hochhauser möglicherweise wieder einen Interviewpartner zur Seite hat, ob sie uns die nächsten Informationen hier liefern kann aus dem Zielraum hier oben. Auf alle Fälle nehmen wir ihn noch mit, auch wenn es nicht die beste Zeit hier rauf wird. Also da gibt es auch andere Ambitionen vom Team Keke Blöd, von Gregor Homan in 1,29 kommt er relativ relaxed hier hinauf. Wir gehen wieder kurz in eine Werbepause und sind dann in wenigen Sekunden auch wieder bei der 10. Internationalen Oberösterreich-Rundfahrt für Sie da. Sport hat viele Seiten. In den oberösterreichischen Nachrichten. Für alle Oberösterreicher nur das Beste. Oberösterreichische Nachrichten. Lesen wir's gescheit. Auch auf Nachrichten.at. Nachrichten. Für alle Oberösterreicher nur das Beste. Oberösterreichische Nachrichten. Lesen wir's gescheit. Auch auf Nachrichten.at. Jetzt königliche Vorteile beim Kulturgenuss. Jetzt königliche Vorteile für Linz AG Energiekunden mit der Vorteilswelt-App. Wir sind zurück im Finale des Prologs der 10. Internationalen Oberösterreich-Radrundfahrt. Ja, die Österreich-Rundfahrt, die kommt erst im Juli. Im Juni heißt es Oberösterreich-Rundfahrt. Es geht durchs oberösterreichische Bundesland. Und das ist der Auftakt und das ist der Finale des Auftakts dieser Rundfahrt. Es geht auf den Linzer Schlossberg. Start hier beim Hauptplatz in Linz. Hinauf auf den Schlossberg, über Kopfsteinpflaster, über die Klosterstraße, über die Theatergasse. Und dann geht es rein in die Römerstraße, hinauf zur Martinskirche. Und da hat es am Schluss diese 15%, wo sich Jaka Primožič aus Slowenien vom KK Krain gerade hinauf gequält hat. Es geht im Minutenstart hier hinauf und es geht hier ins Finale. Es führt, und das ist sehr erfreulich aus österreichischer Sicht, Lukas Schlemmer, einer, der sprinten kann von den Maloja Pushbikers vor Sam Gademann vom Senza KVK Cycling Team und ebenfalls aus dem österreichischen Team Vorarlberg Sentic, der Deutsche Yannick Steimle. Und hier sehen wir Manuel Portner, der Deutsche vom Veloclub Ratisbona. Also man versucht ja wirklich entweder den Abstand so gering wie möglich zu halten oder sich hier ganz vorne einzureihen. Es gibt sehr, sehr wenige, die dieses Auftakt, ja, Bergzeitfahren, wenn man so nennen kann, sehr, sehr locker sehen, sondern es gibt wirklich viele, die hier Ambitionen haben, die zumindest den Abstand in der Gesamtwertung so gering wie möglich halten wollen oder noch einmal richtig draufdrücken wollen, wie hier Manuel Portner, der hier über die Ziellinie springt mit 1,12,76 und sich auf dem 18. Gesamtrang einreiht. Und 18. ist man, wenn man nur wenige Sekunden hier
im Rückstand ist. So, wen haben wir hier? Viktor Proex ist hier vom WPRA-Team unterwegs und am Start. Haben wir gerade eingeblendet bekommen. Anders Sachset vom UNO-X-Team. Die Norweger hier auch in Oberösterreich am Start. Also man nutzt diese Oberösterreich-Rundfahrt auch im Ausland, um Rennerfahrung zu sammeln. Ich habe es vorher schon erwähnt, in diese Annalen der Siegerliste hat sich schon ein Gregor Mühlberger eingetragen. Da hat sich schon ein Patrick Konrad eingetragen. Und in den letzten Jahren eine Stefan Rabic. Und das sind alles oder fast alles Fahrer, die man dann in Zukunft bei einer Pro-Tour Mannschaft sehen. Patrick Konrad nimmt in wenigen Tagen die Tour de France in Angriff. Ricky Zeudel hat Ambitionen, die Österreich-Rundfahrt noch einmal zu gewinnen. Fährt mittlerweile wieder für ein Pro-Tour-Team, nämlich fürs CCC-Team aus der Schweiz. Und da kann man diese Oberösterreich-Rundfahrt schon nutzen und mitnehmen, für dafür Rennerfahrung zu sammeln hier in Oberösterreich, beziehungsweise hier Rennluft zu schnuppern. Es ist eine sehr, sehr gut organisierte Rundfahrt. Es ist eine top besetzte Rundfahrt, auch wenn es hier keine Pro-Tour-Teams gibt, sondern nur Kontinentalteams, unter Anführungszeichen nur Kontinentalteams, die aber sehr, sehr gut besetzt sind. Wie gesagt, 10 Kontinentalteams hier am Start, 20 Nationen und 24 Teams hier am Start. Also es ist ein Radsport-Leckerbissen, den wir Ihnen in den nächsten Tagen hier in die Haushalte liefern dürfen. Da freuen wir uns ganz besonders gemeinsam mit unserem Partner Nachrichten.at, also die oberösterreichischen Nachrichten, sind hier mit uns am Start, und da freuen wir uns natürlich auch, die Zuseher auf Nachrichten.at begrüßen zu dürfen. Und wir übertragen Ihnen noch bis kurz nach 8:30 diesen Prolog der Oberösterreich-Rundfahrt hier live aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Ja, Gies Lemreitze, der bekommt die Kurve hier noch gerade vom Senza KVK Cycling Team. Der Niederländer, Niederlande hier sehr, sehr stark unterwegs. Niederlande hier, ja, nicht nur sehr stark zahlenmäßig unterwegs, sondern auch ganz, ganz vorne eingereiht. Das ist kein Wunder, denn für diesen Bergsprint hier, für diese 700 Meter, braucht man Puncheur-Qualitäten. Das sind Qualitäten, die man auf der Bahn erlernt, die man möglicherweise auch bei Crossrennen erlernt. Und da sind die Niederländer natürlich Vorreiter und versuchen hier eine entsprechend tolle Leistung hier auch in Oberösterreich abzuliefern. Und es ist, kommt nicht von ungefähr, dass hier diese Puncheure, diese Crossfahrer, diese crosserfahrenen Fahrer in den Mannschaften auch hier im Sommer nach Oberösterreich kommen, denn es gibt ja auch ein sehr, sehr bekanntes C2-Rennen in Oberösterreich, was den Quersport betrifft. Vizepräsident Walter Ameshofer, unser Moderationskollege hier beim Start, organisiert ja jedes Jahr ein hochkarätiges Querrennen in Stadlpaura im Winter. Und da ist Oberösterreich natürlich ein Begriff, nicht nur für die, die im Winter hier sind, sondern auch eben im Sommer bei der Oberösterreich-Rundfahrt. Da sind die Kontakte geknüpft, wie zum Beispiel bei einem Robbie Gevers, der vom Team Parkhotel Falkenburg hier aus den Niederlanden angereist ist. Falkenburg kennt man ja von den Cross-Weltmeisterschaften im vorigen Jahr, beziehungsweise Falkenburg Start- und Zielort des Amstel Gold Race. Und da kommt dieses Profil, das es dort gibt, den Radsportler natürlich auch in Oberösterreich zugute. Einer, der in Holland hier immer sehr, sehr gut abschneidet. Den Tour haben wir auch heute schon in Linz gesichtet. Das ist Michael Gogel, der kurz vor der Abreise zur Tour de Suisse steht. Und der hat uns hier gestern und heute ebenfalls noch einen Kurzbesuch abgestattet. Also auch schöne Grüße an unsere Pro Tour, World Tour Fahrer, die in den nächsten Tagen die Tour de Suisse in Angriff nehmen werden, beziehungsweise bei den Rennen, die dann folgen werden, dabei sind eben die Tour de France, wo ja zum Beispiel ein Lukas Pöstlberger, der in Oberösterreich groß geworden ist, der die Oberösterreich-Rundfahrt ebenfalls in Angriff genommen hat, mit dabei ist und entsprechende Helferdienste leisten wird für einen Mann, der bei Bora Hansgrohe wieder einschlagen möchte bei dieser Tour de France, und das ist kein geringerer als Peter Sagan. Und da dürfen wir als Oberösterreicher schon stolz sein, wenn wir aus unseren Radsportreihen einen Mann in unseren Reihen haben, der für Peter Sagan den Anfahrer spielen darf, und das ist in der Radsportwelt nicht hoch genug einzuordnen. Ja, Christoph Schösswender, Union Raiffeisen Radteam Tirol, hier auf den letzten Metern, reiht sich hier auf einem tollen 11. Gesamtrang ein. Also der hat noch einmal alles hier rausgelassen, während hier der nächste vom AB-Bundesteam Graz der Fahrer von Union Raiffeisen Radteam Tirol auf der Bühne.
auf die Strecke geht. Das ist die Nummer 96. Das ist einer der letzten dieses Teams. Das ist Alexander Grazer. 10 Minuten geht es ja noch auf den Schlossberg. Wir sind im Finale dieser Oberösterreich-Rundfahrt, dieses Prologs hier auf den Schlossberg. Wer sich übrigens die Ergebnisse genauer anschauen will, den empfehlen wir die Seite livetiming.at. Das ist die Seite von Markus Lindinger, das ist die Seite von computerauswertung.at. Da sehen Sie die Live-Ergebnisse gleich eingeblendet. Livetiming.at, da sehen Sie unter anderem einen Lukas Schlemmer ganz vorne mit einer Zeit von 1:08:59. Die haben wir uns schon gemerkt. Diese Zeit sollten wir uns rot anstreichen. Da gibt es nicht mehr viele, die hier diese Zeit schlagen können. Da haben wir das Ergebnis auf dem Zwischengesamtrang 2. Sam Gademann vom Senza KVK Cycling Team und auf Rang 3 Yannick Steimle vom Team Vorarlberg-Sentig. Und das werden morgen auch die Trikotträger sein, wenn sich hier nicht mehr viel tut. Wenn hier nicht vielleicht ein Jan Koller oder vielleicht auch ein Jonas Rapp noch einmal überraschen. Also diese zwei Namen sollten wir uns auf alle Fälle noch anschauen, vor allem in Richtung Gesamtwertung, denn Jonas Rapp, der dürfte in bestechender Form sein, der war Vierter im Jahr 2018 bei dieser Rundfahrt, der war Vierter 2017 bei dieser Rundfahrt und der war Achter 2016, der hat also eine aufsteigende Tendenz, der will hier sicher mehr und war vor kurzem auch, und das ist interessant, bei einem Bora Hansgrohe Sichtungstraining eingeladen, also den hat man auch schon in der World Tour auf dem Schirm. Den sollte man sich genauer ansehen bei dieser Oberösterreich-Rundfahrt und da könnte das Team Rinkelfeld Varec Cycling Team doch einen Mann haben, auf dem man in den nächsten drei Tagen fahren könnte, wenn er hier den Rückstand einigermaßen in Grenzen hält, beziehungsweise hier ganz vorne mit dabei ist. Ja, Benjamin Hill, der Nächste hier. Der Australier aus Slowenien, wenn man es so schön sagen darf. Ljubljana, Gusto Sentig ist sein Team, aber der Mann aus Australien legt hier, wenn er schnell über die Kurve kommt, vielleicht doch eine sehr, sehr gute Zeit hin. Das könnte sich relativ weit vorne ausgeben. Auf alle Fälle sieht man schon auf seinem Fahrstil, dass er sich ganz, ganz weit vorne einreihen möchte. Und das ist auch so, 15. Gesamtdrang für Benjamin Hill, so wird man ihn richtig aussprechen. Reiht sich auf den 15. Gesamtdrang hier ein. Und das dürfte die Nummer 66 sein. Ja, genau. Wiederum Monkey Town. Volkert Ostra, der Niederländer für das niederländische Team. Es geht in Richtung Schlossberg. Volkert Ostra, Monkey Town. Wo kann er sich hier einreihen? Jetzt geht er um die Kurve. Wand auch da auch hier bei der Kamera für ganz vorne. Reicht es nicht. Es wird ein Durchschnitt sein für ihn. Er wird noch andere Aufgaben haben in den nächsten Tagen. Volkert Ostra, Rang 62, reiht er sich hier ein vom Team Monkey Town. Die Niederländer hier bei der Oberösterreich. Oh, Nummer 54, das geht sich knapp aus. Jacopo Mosca, der Italiener vom D'Amico UM Tools Team aus Italien. Und der kann bergfahren, der Mann. Ob er auch sprinten kann, das ist die Frage. Lukas Schlemmer hat uns vorher im Interview verraten, es ist ihm die Schaltung ganz zum Schluss eingegangen. Vielleicht war das auch ein Vorteil, denn er hat nicht mehr schalten können. Und dann muss man diesen Gang auch durchdrücken auf diesen 15%, wo sich Jacopo Mosca gerade befindet, der Italiener. Wann biegt er um die Kurve? Für ganz vorne reicht es nicht, aber es könnte doch noch eine ansehnliche Zeit hier werden für Jacopo Mosca, den Italiener. Jetzt laufen die Nummern herunter und es wird ganz knapp vor Max Kuhn, der Zwischenrang 33, 1:14:46
26. Also wie gesagt, ganz vorne noch Lukas Schlemmer von Sam Gademann, da hat sich nichts mehr getan. Und Yannick Steimle auch ganz vorne mit dabei. Und das ist der Bruder von Marvin Hammerschmidt, ebenfalls ein Oberösterreicher, ein Lokalmatador hier vom Sportland Niederösterreich. Für dieses Team startet er, der Oberösterreicher Raphael Hammerschmidt. So, letzten Meter für Raphael Hammerschmidt, Team Sportland Niederösterreich, Selle SMP. Versucht sich hier natürlich zu Hause gut präsentieren, vor den Augen des Papas, der ja hier als Landestrainer in Oberösterreich fungiert. Da muss er fast noch einmal eine Kurve einlegen. So, und jetzt haben wir einen Mann da. Oben 1:17:54, die Zeit liefern wir noch nach. Rang 64 für Raphael Hammerschmidt und unten steht am Start Davide Orrico, den soll man sich auch notieren. Der war 9. im Vorjahr bei dieser Rundfahrt und kann auch bei den Etappen, wie wir von Walter Amershofer gerade hören, ganz, ganz weit vorne mit dabei sein. Werden wir hier noch Jonas Rapp sehen und den Mann sollte man sich auf alle Fälle fürs Gesamtklassement dick anstreichen. War, wie gesagt, beim Bora Sichtungstraining, war bei der letzten Austragung hier 4. 2018. Wo reiht er sich ein? Unten setzt sich Davide Orrico in Fahrt. Und jetzt schauen wir, wann pickt er um die Kurve? Wo ist er? Jonas Rapp. Für ganz vorne reicht es nicht. Für die Zeit von Daniel Auer reicht es auch nicht. Und für die Zeit von Stefan Rabic ebenfalls nicht. Der reiht sich auf dem 68. Gesamtrang rein. Der muss hier 10 Sekunden einbüßen. Das ist schon eine Nummer bei einem Etappenrennen. Davide Orrico, der kann das allerdings. Also das ist einer, dem könnte man hier viel zutrauen. Wenn sich hier noch etwas bewegt, dann möglicherweise von ihm. Das ist der drittletzte Fahrer hier vom Team Vorarlberg Centic. Ja, und er fährt anscheinend statt Daniel Federspiel. Da hat es eine Änderung gegeben, die uns auf der Startliste so noch nicht durchgegeben wurde. Da dürfte es noch Verschiebungen gegeben haben. Das liefern wir Ihnen aber in den nächsten Tagen nach, beziehungsweise auch in der richtigen Startliste, beziehungsweise Siegerliste. Davide Orrico, 1:14:73. Auch er kann Lukas Schlemmer hier nicht gefährden. Stefan Kolb, der Vorletzte, ebenfalls in der U23-Wertung hier von den Maloja Pushbikers am Weg. Und das ist der, der als Letzter hier dieses Rennen in Angriff nimmt. Jan Koller vom Team Felbermeier Simplon Wels. Bevor wir hier aber noch Stefan Kolb sehen, der Teamkollege von Lukas Schlemmer. Und das sieht schon sehr gut aus für Lukas Schlemmer, dass er diesen Prolog hier gewinnt. Und das ist der letzte Fahrer, der ins Rennen geht. Jan Koller beendet somit diesen Prolog. Er ist der Letzte, der hier von der Startrampe geht. Und damit gehen wir ins Finale. Kann einer von diesen beiden Lukas Schlemmer noch gefährden? Ja oder nein? Das ist die große Frage. Ich tippe eher auf Nein und es sieht sehr, sehr gut aus für einen Sieg für die Maloja Pushbikers. Da ist er, Stefan Kolb, der ist im Ziel 1:18:03. Der kann ihn keinesfalls gefährden und das ist der Letzte, der hier den Schlossberg in Angriff nimmt. Den nehmen wir jetzt noch ganz mit. Jan Koller, der könnte hier noch einmal ordentlich Gas geben für das Team Felbermeier Simplon Wels. Jetzt geht es hinein in den Schlossberg. Aber auch er wird wahrscheinlich einer sein, der für unter anderem Stefan Rabic in den nächsten Tagen arbeiten muss. Für den muss man wahrscheinlich in der Gesamtwertung fahren. Das wird der Fahrer sein, der hier um Gelb fahren wird. Jan Koller, ja, das geht sich nicht aus. Das sehen wir schon hier. Er geht mit einer Minute um die Kurve. Wann taucht er hier auf? Das ist zu spät. Die Zeit ist abgelaufen und das ist der Prologsieg für Lukas Schlemmer, dem wir von dieser Warte hier sehr, sehr herzlich gratulieren dürfen. Jan Koller reiht sich ein auf einem Gesamtrang auf
ja, Rang 43, das ist auch sein Endrang, 1:15 seine Zeit, und das ist der Blick auf das Gesamtklassement. Lukas Schlemmer gewinnt diesen Prolog vor dem Niederländer Sam Gademann und Yannick Steimler. Das sind auch morgen die Trikotträger. Jelle Johannik auf Rang 4 und Anders Skarset, der Norweger, auf Rang 5. Die Herrschaften werden wir morgen in den Trikots sehen. Die werden das auch entsprechend vertreten. Lukas Schlemmer eben im gelben Trikot. Dann wird Sam Gademann ebenfalls in einem Trikot fahren. Das werden wir uns dann morgen anschauen, ob es das Bergtrikot oder das Sprinttrikot ist. Yannick Steimle ebenfalls ein Trikotträger morgen. Und wir können, glaube ich, schon zu unserer Präsentatorin geben. Sophie Hochhauser, die steht im Ziel. Ich melde mich jetzt heute hier ein letztes Mal vom Linzer Schlossberg. Ich sage danke fürs Zuschauen an alle Zuseher, die hier oben waren. Wir sind noch nicht fertig, denn jetzt geht's wieder runter am Hauptplatz. Da wird noch die Siegerehrung übertragen, und eines sage ich euch. Es war heiß. Es sind ja alle ins Schwitzen gekommen, nicht nur die Fahrer. Und jetzt schauen wir uns die Siegerehrung an mit dem Sieger Lukas Schlemmer. Ja, da sehen wir noch einmal das Endergebnis des heutigen Prologs über 700 Meter hinauf auf den Schlossberg in Linz. Es war ein Radsportfest hier in Linz, und so soll es auch weitergehen. Die Siegerehrung, meine Damen und Herren, da wollen wir Sie nicht auf die Folter spannen. Die liefern wir Ihnen nach. Die sehen wir dann morgen, wenn es dann bei uns weitergeht. Wie gesagt, morgen die erste Etappe dieser Oberösterreich-Rundfahrt vom Max-Center in Wels in Richtung Reichersberg über 184,8 Kilometer. Der Start, der erfolgt um 12 Uhr. Das Ziel wird ungefähr um 16.30 Uhr erwartet. Wir werden die letzten 1,5 bis 2 Stunden übertragen von dieser Etappe, und wir werden diese Etappe natürlich auch live wieder zu Ihnen nach Hause liefern. Das war's, wie gesagt, vom Prolog der Oberösterreich-Rundfahrt. Wir, das sind Sophie Hochhauser, das sind Michael Nussbaumer, das ist meine Person, das ist Martin Böckler, das ist Matthias Erne an den Regiepulten, und das sind unsere Kameraleute rund um Patrick Dentsch, sagen danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht, und wir sehen uns definitiv, und da bin ich mir sicher, in den nächsten Tagen wieder. Morgen einschalten, alpentour.tv, nachrichten.at. Wir freuen uns, Ihnen die Oberösterreich-Rundfahrt präsentieren zu dürfen. Bis morgen, einen schönen Abend, schöne Grüße aus Linz. Und jetzt Alpentour TV live. Viele Seiten in den oberösterreichischen Nachrichten. Für alle Oberösterreicher nur das Beste. Oberösterreichische Nachrichten. Lesen wir's gescheit. Auch auf nachrichten.at.